Moin und Metal, liebe Leute. Heute starte ich mal mit einem kleinen Projekt, wobei so klein ist es gar nicht. Der gute Demon hat alle seine TeamSpeak Discord Aufnahmen hochgeladen auf seinen Kanal. Diese gehen so 12 Stunden, je nach Jahr. Ich glaube, 2021 hat sogar zweimal 12 Stunden, also einen ganzen Tag Discord-Aufnahmen. Und wir starten aber klassisch 2017 mit der Compilation. Und das hier wird natürlich in mehreren Teilen rauskommen. Ich bin mal gespannt, wie es ankommen wird. Ich weiß auch nicht, es wird vielleicht auch sehr langweilig einfach nur werden. 12 Stunden Aufnahmen. Schauen wir einfach mal. Wir starten rein. Grüße und Liebe gehen natürlich raus an Demon. Es gibt natürlich kein Video dazu. Ist ja klar. Ich werde immer gefragt, das würde mich jetzt mal interessieren. Ich werde immer gefragt, was glaubst du, warum du gehatet wirst? Wir sind, 12 Sekunden mit Intro. Und das geht ja schon mal richtig gut los. Oh, Rainer, hast du Zeit mitgebracht, warum du gehatet wirst? Aber er wird jetzt wahrscheinlich auch selber sagen, warum er gehatet wird. Weil er dick ist natürlich, ne? Das ist der einzige Grund. Ich persönlich denke, es liegt einfach daran, dass die Leute, die mich beleidigen, ihren Spaß dran haben und selber einfach, ja, selber diejenigen sind, die ständig beleidigt werden. Und dann bei mir fühlen sie sich besser. Ja, na klar. Wir sind diejenigen. Nicht Rainer ist derjenige. Nein, nein. Rainer ist nie derjenige, der hier beleidigt wird. Das ist nämlich auch der Grund, warum sich zum Beispiel Leute in der Schule schlägern. Oder wenn jemand ein Schläger ist und dann hat er meistens hinterher das Problem, dass er zu Hause oder woanders Probleme hat. Und dadurch reagiert er seine Wut dann nämlich ab. Und genau das ist nämlich das Gleiche mit den Hatern. Die Hater haben irgendwo ihren Hass und ihren Zorn aufgestaut. Das ist das, was ich gemeint habe. Ich hätte jeden Grund dazu, so zu handeln. Und ich tue es aber nicht, weil ich nämlich eins habe. Ein Gehirn zum Denken. Ja, danke, Rainer. Gut, man muss natürlich bedenken, das war jetzt nicht öffentlich, was er jetzt gesagt hat, so richtig, oder? Ja, doch, es war TeamSpeak, ja. War halt kein Stream oder Video, was er dann bei YouTube rausgehauen hat, aber ja, klasse, Rainer, klasse. Du wusstest doch damals schon, dass viele Hater in deinem TeamSpeak-Discord sind. Und schön, wie du sie alle wieder über einen Kamm scherst. Und natürlich, ja, du wirst nur gehasst und gehatet, weil irgendwelche Leute ihre Aggressionen abbauen müssen an dir. Du bist das arme Opfer. Also das Opferlamm bist du einfach nur. Ja. Eigentlich gibt es gar keinen Grund, dich zu haten, ne? Aber was wäre jetzt, wenn die Hater, die Hass haben, den gesammelten Hass jetzt in der realen Welt ausleben? Ist das nicht besser, wenn sie es im Internet ausleben? Jetzt nicht speziell gegen dich, aber allgemein, dass man den Hass im Internet ablässt. Rainer, ich soll dich auch noch fragen. Okay, wie hast du... Gleich. Dann Frage, was glaubst du, wie ich meinen Hass ablasse? In den Streams, unter anderem. Und in deinem TeamSpeak-Discord. Du lässt den Hass an den anderen aus. Ne? Und an den Leuten, die da auf einer öffentlichen Straße gestanden haben und einfach nur Fotos oder Videos gemacht haben. Hast du Pfefferspray gesprüht? Steine geschmissen, die Leute beleidigt und deine liebste Aktion war natürlich, die Leute zu bannen, ne, wenn du nicht mehr weiterkamst. Das weiß ich nicht, das sagt mir. Ja, man muss seinen Hass an sich so überhaupt an anderen auslassen. Es gibt keinen Grund dafür. Es hat keiner verdient, dass ich meinen Hass, den ich durch andere habe, an ihnen auslasse. Wenn ich meinen Hass auslassen will, dann mache ich Kampfsport oder... Ach, bitte, Rainer. Ja, du siehst, du hast auch 2017 nicht so ausgesehen, als würdest du Kampfsport betreiben. Dass er diese Lüge so lange aufrechterhalten muss. Oder Box gegen irgendwas oder hör. Ja,
Okay, das muss ich ihm geben. 5 Punkte für Rainer. Er hat ja schon öfter ein paar Scheiben kaputt gemacht in der Schanze. Er hat ein paar Türen auf dem Gewissen, ne? Es gab diesen schönen Discord-Leak, in dem er die Tür sehr stark beleidigt hat. Wunderbar. Stimmt, Rainer, ja. Du hast deinen Zorn auch mal ganz gerne gegen dein Eigentum gerichtet, ja. Metal und bang mir die Fresse weg. Oder sonst was. Es gibt genug Möglichkeiten, seine Wut, seinen Scheiß, seinen Kack, den man im Leben durchmacht, auf sinnvolle Art auszuleben. Und Was statt hörst du denn anderen aufs aktuell Maul für hauen zu Metal? müssen oder irgendwie fertig machen zu wollen. Und das ist der Punkt, was ich nicht logisch finde, dass man seinen Hass anderen aufbürdet und die dann wieder anderen. Und genau das ist nämlich das Problem, was wir Menschen schon seit Anbeginn der Zeit haben. Rainer, ich soll dich von der Person, die dich gerade, also vor ein paar Minuten beleidigt hatte, fragen, ob du den wieder in den Raum reinziehen willst. Der heißt ja zurzeit Kev, also KEV. Was? Was ist das für eine Frage? Er hat ihn beleidigt. Dann wurde er gebannt und jetzt möchte er wieder rein. Was glaubst du denn, wie der Rainer reagieren wird? Und wo ist der gerade? Ein Raum Ich auch über uns. nicht. Raum 1. Ja, über Klaus. Jetzt nicht mehr. Er hat gegen die Regeln verstoßen. Er fliegt klar raus. Ist ganz logisch. Es gibt für keinen eine Ausnahme. Für niemanden. Und wenn hier Gott reinkommen würde und hier Scheiße baut, fliegt er genauso raus. Oh, Rainer, ja, warum wurdest du eigentlich immer so als arrogant bezeichnet? Es ist jeder gleich. Und das ist nämlich einer der Punkte. Das sagen die Leute immer zu mir, habe ich gestern oder vorgestern das Problem gehabt, sagen die Leute zu mir, ich fühle mich auch wie ein Diktator. Ist gar nicht wahr, weil ich habe hier Regeln im TS. Und wenn er sich an die Regeln nicht hält, dann landet er eben draußen. Da fliegt. Dagegen kann man schwer was sagen, ne? Also ich meine, Rainer hat ganz klare Regeln von sich aus aufgestellt in diesem Teamspeak. Und ja, jeder, der diese Regeln befolgt, diese einfachen Regeln, ne, die haben natürlich ein schönes Leben auf diesem Discord. Oder Teamspeak, damals ja noch. Und ja, jeder, der natürlich dann gegen diese Regeln, die der Lord selbst aufgestellt hat, verstößt oder halt Kontra gibt, ne, der muss dann die volle Härte des Gesetzes, die der Lord aufgestellt hat, zu spüren bekommen. So ist das ja eigentlich auch in Nordkorea. Ich meine, wenn du da einfach genau das machst, was man dir sagt, ne? Dann hast du ein schönes Leben. Nur Widerworte darfst du halt nicht geben. Aber wer will das schon? Daraus, wenn du in einem Real Life Scheiße baust, landest auch im Knast oder kriegst Strafen oder sonst was. Ja, außer du heißt Rainer Winkler. Denn dann kannst du auch in einer Bewährung gerne 11 Straftaten begehen. Einfach so. Und kriegst trotzdem wieder Bewährung. Das ist gar kein Problem. Also, ja, stimmt. Auch wenn du im Real Life Scheiße baust, kommst du in den Knast, ja. Außer, wie gesagt, man heißt Rainer Winkler. Ganz normal. Die Dass es Frage nichts ist, du machst es doch Diktatortechnisches jetzt ist. schon jahrelang. Wieso hängst du dich immer noch an jedem einzelnen Idioten auf, der hier reinkommt und Tue ich irgendeinen nicht. Scheiß sabbelt? Ja, Tue ich mal nicht. doch gerade im Moment. 90% von den Leuten blocke ich, oder nicht? Und zwar ohne nachzufragen. Ich hänge mich nicht an jeden einzelnen Idioten auf. Eigentlich hänge ich mich an überhaupt niemanden auf, an den nicht. Den habe ich schon vergessen, bevor ich ihn geblockt habe. Mich würde nur mal interessieren, warum die Menschheit, oder verallgemeinermaßen nicht ganz so extrem, warum die Leute, die meine Videos schauen, einfach so einen absoluten Hass auf mich schieben. Ja, das kommt vielleicht daher, weil du... Oh Mann, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht einfach nur beleidigend werde. Du bist arrogant, du bist widerlich, du bist frauenverachtend, ne? Du lügst und betrügst.
versuchst, andere Leute abzuziehen. Du möchtest gerne einfach nur Geld bekommen für deine bloße Existenz. Du bist faul, arbeitsscheu. Ja. Du stellst dich hin als der größte Mensch, den es überhaupt gibt. Ja. Du hast die Polizei Neustadt an der Aisch, die deine eigene Schutzstaffel behandelt. Ne? Man soll dir auf jeden Fall alles auf einem Silbertablett darlegen, aber du möchtest auf jeden Fall so wenig wie möglich Arbeit investieren in diese Werke, die du Arbeit nennst. Ja, und das ist jetzt so ziemlich erstmal das, was mir spontan einfällt. Dann natürlich deine ganzen tollen Aussagen wie Holocaust, Juden, früher war es Juden, heute bin ich's, Gott kommt zu mir, alles, also jetzt die Wien-Aussagen. Ach mein Gott, Rainer, es gibt so vieles. Hier, ganz vergessen. Ukraine. Deine Ukraine-Aussage letztens. Gut, das war 2017 noch nicht, aber das zieht sich halt so durch. Deine ganzen Videos, ne? Diese utopischen, widerlichen Aussagen. Naja, Meine irgendwie ist Handlungen, das. die ich mache, sind meine Handlungen. Und Ja, wenn ich jemandem denke. das nicht passt, dann braucht er nicht zuschauen und braucht das nicht verfolgen. Das Hass ist ist was anderes. Die machen halt ein bisschen Fun. Hass. Hass ist keine Emotion, ja. Und Reinhard, du hast immer noch nicht verstanden, dass du dich auf den Marktplatz der Welt stellst und quasi alles in die Welt hinausschreist. Und natürlich gibt es dann Leute, die an diesem Geschrei hängen bleiben und sich das erstmal angucken. Der größte Teil wird wahrscheinlich angewidert sich umdrehen und weggehen. Und dann gibt es aber natürlich auch viele Leute, die dann auf diesen Quatsch, nenne ich es jetzt mal, oder auf deine Aktion dann reagieren. Aktion, Reaktion, lieber Rainer Lenne. Denn das, was du da so raushaust, das kann man nicht einfach so stehen lassen. Hass ist was anderes. Ich Ja. habe mittlerweile wieder Schmerzen wegen der Sache mit dem Schlagstock. Hass ist was Immer noch anderes. Das gibt's ist da noch. über ein Jahr her fast schon. Wie geht denn das? Das ist eine gute Frage. Wie geht das? Also, ja, er wurde mal mit einem Schlagstock attackiert und hat dabei einen Zahn verloren. Aber ein Jahr Schmerzen danach eher unwahrscheinlich, lieber Rainer. Ja, wüsste ich auch gerne. Ja, war es dann nicht mal mit dem Der Typ Arzt mit oder dem doch? Zahn, der Typ, der mir den Zahn ausgeschlagen hat. Hass ist was anderes. Ist Ja, das dein Ernst? aber Okay, das deswegen ist ist ja wirklich ich habe scheiße. Das Leute ist hier. schon Ich okay, habe aber. Leute hier. Die habe ich vor, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen oder was, habe ich Leute hier gehabt. Ich bin nicht rausgegangen. Aber ich war oben am Fenster, das gekippt war, gestanden und habe zugehört, was die sagen. Weißt du, was die gesagt haben? Na. Das war wortwörtlich. Ich hasse den Wichser, weil er so scheiße arrogant ist. Obwohl ich. Ja, kann ich nachvollziehen, diese Aussage. Dem Typen nie was getan habe, obwohl der Typ mich real gar nicht kennt und obwohl er null Plan hat, wer ich wirklich bin oder wie ich wirklich bin oder warum ich so bin, wie ich bin. Doch, Rainer. Du sagst es zwar gerne, aber wir kennen schon ein bisschen mehr als die 2% deines Lebens, die du so raushaust. Ja, okay, die Leute, die direkt zu dir kommen und dich die ganze Zeit fertig machen, das ist schon übertrieben. Ja, mag jeder so sehen, aber Rainer hat sie auch zu sich eingeladen. Nicht durch dieses Kommt, traut euch zu mir Video, sondern durch die Posterverkäufe. Und dann danach die ganzen Videos, in denen er einfach auf die Straße gegangen ist und die Leute attackiert hat. Na? Er braucht nur in seiner Wohnung, in seinem Haus. Moment, ich muss es anders formulieren. Er hätte nur in seinem Haus bleiben müssen. So, Mann, ich muss mich echt daran gewöhnen, dass es die Schanze nicht mehr gibt. Einfach. Aber so ein bisschen ärgern tut man doch sowieso jeden. Nein. Nicht jeder. So ein bisschen. Kann mich nicht erinnern, dass ich jemanden ärgere. Ja. Ach so, ja. Stimmt, Rainer, nee. Also fällt mir jetzt tatsächlich auch kein Beispiel ein, dass du mal jemanden geärgert hast. Echse, Regenbogenschaf.
Newstime. Na gut, also jeder Witz Unter guten beruht ja Freunden darauf, dass auch. man irgendjemanden über sich jemand anderes lustig macht. Es gibt, glaube ich, keinen Witz, wo keiner irgendwie zu Schaden Wenn kommt. ich mich über jemanden lustig mache, ist es genau eine einzige Person. Ach, Rainer, bitte sag Weißt du, wer nichts, du das ist? selbst. Sich Ja, du selbst? selbst. Ja? Ach, du Quatschkopf. Mach mich über mich selber lustig, wenn irgendwie was oder so ein Blödsinn. Aber ärgern, das, was die machen, ist so, abgesehen von allem anderen, ist das, was die machen, ist sowieso schon kein Ärgern mehr. Geht schon weit, weit darüber hinaus. Ärgern war es vielleicht am Anfang, wo sie ein bisschen in meinem Forum damals rumgeeiert sind, wo sie hier und da ein paar blöde Kommentare geschrieben haben. Oder vielleicht sogar noch, das könnte man vielleicht noch unter Ärgern setzen, wo sie angefangen haben, irgendwelche Dislike-Bots auf meine Videos zu setzen. Ja, gab es bestimmt auch mal, aber Rainer, deine Videos waren schon immer schlecht und schlimm. Da brauchte man nicht unbedingt diese Bots. Also ich glaube, die Dislike-Like-Verhältnis, das war schon die meiste Zeit korrekt. Ja, aber ist es nicht eigentlich besser, nicht eine Welt, wo sich keiner ärgert, sondern einfach alle Leute sich ärgern und keiner einen Fick drauf gibt? Ja, dass das Wie willst du das Haten. praktikabel machen? Das ist schon leicht gesagt, wenn Praktikabel? einem. Was? Wieso denn praktikabel? Und ja, diese Butterblümchenwelt, die er da beschreibt. Ich bin ein großer Freund des Grundgesetzes. Ne? Das Grundgesetz hat so eigentlich genau das, was Menschen zum Zusammenleben brauchen. Meine Freiheit hört dort auf, wo die Freiheit des anderen beginnt. So. Aber man kann halt auch nicht alles sagen, beziehungsweise man muss auch dann mit dem leben, wenn man etwas sagt, dass da auch eine Aktion, eine Reaktion zurückkommt auf das Ganze. Ne, lieber Rainerle? Die Zähne rausgeprügelt werden. Richtig. Ja, das stimmt, aber das habe ich jetzt nicht mit Ärgern impliziert. Außerdem hat Rainer sich den Zahn selber ausgeschlagen. Wer dieses Video kennt mit dem Schlagstock, die kämpfen um diesen Stock. Der Stock geht mit Schmackes zurück an Rainerle, ne, ins Gesicht und dann schlägt er sich diesen Zahn selber aus. Wie willst du sowas umsetzen? Wie willst du sowas implementieren, dass die Leute oder dass die Welt sich so benimmt? Weißt du, Ne, ich bin naja, immer der ich. Meinung, einer muss anfangen. Ja. Dann los, Rainer. Ich verstehe nicht. Dann hör auf, die Leute auf der Straße zu beleidigen oder die Leute auch anzugreifen auf der Straße. Ne? Denn du warst derjenige, der auch rausgegangen ist auf die Straße und versucht hat, sich mit den Leuten da zu schlagen. Du alter Pazifist, du. Ich habe Ja. eigentlich damit anfangen wollen, dass ich keine, Sche dass keine, dass so eine Scheiße bei mir aufhört. Ich habe damals ein Video gemacht, unvergesslich wahrscheinlich für die meisten von euch vielleicht auch bekannt, in dem ich gesagt habe, dass die Leute zu mir kommen sollen und mich ärgern sollen, bevor sie zu anderen gehen und andere ärgern. Warum habe ich das wohl gesagt? Ach, Rainer, bitte nicht schon wieder das. Um deine Familie zu schützen, Rainer, ja, komm, leg die Platte auf. Weil es Weil mir du wichtiger ist, wenn die Freude Leute ist, zu Leute mir lachen. kommen, weil es mir darum ging, dass die Leute, wenn sie mich ärgern, andere in Ruhe lassen. Gibt es ein Problem? Nicht aufgegangen. Schon sehr selbstlos von dir gewesen, ja. So bin ich. Damals So war ich schon ist. immer. Und ich war schon in der Schulzeit so. Als ich in der Schule war, in der ersten Klasse, ich war so groß wie ein Drittklässler. Ich war so groß wie ein Drittklässler. Toll, Der war Rainer. 2 Jahre älter als ich. Ich war so groß wie der. Und ich war total einschüchternd für die Leute. Weil ich so riesig war, weil ich so muskulös war, schon als Kind. Muskulös. Nein, Rainer, du warst dick. Sag doch einfach, du warst dick. Und da haben die Leute immer blöd geschaut. Es gibt bloß ein Problem an der Sache. Ich habe mich für die Jüngeren eingesetzt und da habe ich bei den Älteren verschissen gehabt. Weil die haben dann nämlich gemerkt, dass ich gar nicht so tough bin, wie ich rüberkomme. Und dann sind die Leute nämlich auf mich losgegangen. Klar, Rainer. Klar. Es lag bestimmt daran, dass du dich immer für die anderen eingesetzt hast. Und deswegen wurdest du gemobbt und gehänselt und auch in der Schule schon nicht gemocht, ne? Es war immer, weil du ja dich für andere einsetzt, ne? Du alter WWF-Lord. Du Spendenlord.
Ja, man hat es erst bei der Flutkatastrophe letztens gesehen. Du hättest helfen können, du wolltest nicht helfen. Als die Leute dich dann dafür kritisiert haben, hast du gesagt, okay, ich kann ja auch gar kein Geld spenden oder ähnliches. Nein, ich spende hier jetzt Müll. Und selbst das hast du wahrscheinlich nie getan. Und das war eigentlich schon damals das Problem. Ich habe mich immer für die Schwächeren eingesetzt. Ich habe immer versucht, anderen zu helfen. Was mit mir passiert, habe ich nie drüber nachgedacht. Die Sache mit dem Schlagstock. Der Typ liegt nur deswegen nicht immer noch im Krankenhaus oder liegt generell nicht im Krankenhaus, weil ich in dem Moment Leute hinter mir gehabt habe, die zum Posterverkauf gekommen sind, die keine Scheiße gebaut haben. Und ich mir gedacht habe, weil er so einen Schritt gemacht hat, dass er auf die losgehen würde, wenn die sich ihm nähern, habe ich überlegt, was ich mache. Wenn ich weiter auf ihn losgegangen wäre und ich den nicht erwischt hätte, was möglich gewesen wäre. Er wäre auf die losgegangen. Das kannst du doch nicht ernst meinen, Rainer. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Und warum haben dir diese Leute, die quasi Drachis waren, nicht geholfen? So ein Quatsch. So ein utopischer Quatsch. Warum sollte der auf diese Leute losgehen? Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Ansonsten hätte ich dem so die. Sch ich hätte ihm. Ja, Weil die was? Leute immer sagen, Selbstironie. Ich hätte den Typen so die Prügel rausgeschmissen, dass es sich heute nicht mehr rühren könnte. Ja, aber warum hast du es denn nicht getan? Dann wären die Leute ja auch safe gewesen. Rainer, verstehst du überhaupt, was du da sagst? Das ergibt keinen Sinn. Du hättest ihn ja quasi kampfunfähig machen können, du alter Sportlord, ne? Und dann wäre die Sache gegessen gewesen. Aber nein, du hast versucht, diesen Stock an dich zu nehmen und hast dir dann selber den Zahn ausgeschlagen. So war das nämlich. Und das hätte ich geschafft, wenn ich gewollt hätte. Ja. Weil der dritte Schlag, der hat mich dreimal erwischt. Und beim dritten Schlag war ich schon schneller. Meine Reflexe sind nämlich schneller als seine. Der hat mich nur erwischt, weil ich da nicht drauf gefasst war. Ach so. Beim dritten Schlag waren deine Reflexe so geschärft, dass was? War das ein Der dritte Schlag, der wäre auf Teleskopschlagsteger? mein. Der dritte Schlag mit dem Schlagstock wäre auf meinen Kopf gegangen. Mit dem Kopf. Ich habe den mit meinem Ellenbogen abgewehrt, weil ich den Ellenbogen hochgerissen habe, weil er von der linken Seite kam. Och, bitte, Rainer. Und wenn dieser Schlagstock, ich dachte, der hat dir den Zahn ausgeschlagen. Das war nicht auf den Kopf, oder was? Ach, mit Schreiner. Ist natürlich alles gelogen. Und ich habe da einen ewig langen blauen Fleck gehabt. Ja. Ich hätte den Typen rasiert, wenn ich gewollt hätte. Ich habe das nicht gemacht, weil wenn ich das versucht hätte und der wäre mir wirklich entkommen, wäre er auf die anderen losgegangen. Was meinst du, was dann für eine Scheiße los gewesen wäre? Ja, was denn, Rainer? Meinst du, die anderen Leute können sich nicht wehren? Der Typ war im Berserker-Modus, oder was? Der hat einfach nur noch rot gesehen, willst du mir jetzt sagen? Du, der wie die Spartaner da quasi diese Enge beschützt haben, damit der wilde Mob hier nicht die armen Besucher bei deinem Posterverkauf niederschlachten. Also, ist das in deinem Kopf wirklich so abgelaufen, Rainerle? Schon klar, wenn dann beim Posterverkauf von dir Leute verletzt werden, das wird ja auch immer auf dich dann zurückgeführt werden, Geht ja auch nicht wenn du nur damit darum, nichts zu tun hast. es geht auch generell darum, dass da überhaupt jemand verletzt wird. Das muss nicht sein. Sowas packe ich nicht. Sowas geht mir total dagegen. Und die Leute wundern sich, warum man ihn Lügenlord nennt. War schon immer so. Und so Ja, werde ich auch willst du immer nicht mal sein. versuchen, irgendwie das Ganze zu unterbinden? Inwiefern? Man muss so eine Möglichkeit geben. Ja, mein Hauptkanal schließen. Ja, Rainer. Mensch, du hast es gemerkt. Du hast es damals schon gemerkt und gewusst. Raus aus dem Internet, Rainerle. Geh arbeiten. Geh einer ordentlichen Tätigkeit nach. Und wenn es nur so ein Hiwi-Job ist, für 1, 2, 1, 3 netto, was weiß ich, du hast ein abbezahltes Haus. Du hättest ein so schönes Leben haben können. Ne? Ja, und jetzt seitdem du so wenige oder keine Videos. Und ja, er hätte ja auch weiterhin seine Headbang-Videos machen können. Als Hobby, was weiß ich. Ne? Hätte wahrscheinlich keiner was gesagt. Aber er geht ja die volle Schiene. Er will ja den Hass. Er geht ja auch darauf
Ein. Videos mehr machst, ist es da schon besser geworden, dass weniger Leute Ja. vor der Tür stehen. Ja. Und vor allem, weil ich nur noch Gaming mache, wird auch die Community ein bisschen anders, weil da die Gaming-Community dazukommt und die Gaming-Community da sich ein bisschen anders verhält, weil die sich fürs Gaming interessieren und beim Gaming jetzt ständig die Hater erwähnt werden. Doch, du erwähnst auch beim Gaming ständig die Hater. Und dein Gaming ist endlos langweilig, Renner. Du bist kein Entertainer. Entweder ist man sehr, sehr gut im Spiel oder man ist halt sehr unterhaltsam. Aber du bist keines von beiden. Das Einzige, was die Leute wollen, ist zu sehen, wie du in einem Spiel versagst und dann ausrastest. Ne? Dein Assassin's Creed-Video, wo du komplett ausrastest, weil Ezio oder diese, was war das, Sprint-Quest nicht zu Ende schafft. Das hat sehr viele Klicks bekommen, hätte ich mal gesagt gehabt. Aber das hast du auch nie verstanden. Hättest ja auch so Rage-Videos machen können, einfach. Wenn du schon so selbstironisch bist. Mein Problem bei meinem Kanal ist, dass ich immer diese Vollidioten erwähnt habe und immer wieder Ja. den gleichen Scheiß gehabt habe. Ja. Und das habe ich nicht gewollt, deswegen habe ich das gesagt. Ah. Er hat es damals schon kapiert, aber er setzt es einfach nicht um. Er setzt das Verstandene nicht in die Tat um. Ich lasse es. Ja, die Einsicht ist ja der erste große Schritt zur Besserung. Ja, Problem ist nur, dass ich trotzdem gerne meinen Hauptkanal weiterführen möchte, aber weiß, weil ich das mache, wird diese ganze Scheiße wieder schlimmer werden und Da vielleicht in warten einem die Jahr Leute oder ja nur vielleicht in 2 Jahren, drauf. aber ich habe ehrlich gesagt ernsthaft keinen Bock auf diesen Mist. Ja, dann versuch doch einfach mal bei deinem Hauptkanal die Hater einfach nicht zu erwähnen. Ich meine, jedes Video, was ich mir echt angeschaut habe von dir auf dem Hauptkanal, da hast du die jedes Mal erwähnt. Also, Ja, wenn du es nicht einfach jedes versuchen Mal. würdest, wäre es auf jeden Fall besser. Nicht jedes Mal. In meinen. Ja, jedes Video, Wie heißen was sie? ich In angeschaut meinen habe. Time of Metal, in meinen Time of Metal Sachen habe ich das nicht gemacht, weil es halt Metal einfach war ein wieder Thema da. hatte. Hallo? Diese Time of Metal sind auch bescheuert, Rainer. Aber gut, gebe ich dir. Das sind, ist ein Format, was du für dich entdeckt hast, was ähnlich wie dein Projekt Brot und Brötchen einfach nur lieblos ist. Ne? Du nimmst eine CD, unausgepackt, liest den Titel vor, liest die Rückseite vor und sagst dann, das ist richtig, richtig geil. Ne? Hört sich richtig, richtig geil an. Aber wir erfahren kaum etwas über die Bands. Und wenn dann nur der Wikipedia-Eintrag, den du da ein bisschen vorliest, und lesen ist ja Hater, ne? Aber an sich, diese Time of Metal, qualitativ und auch so nicht wirklich gut. Aber ja, hättest du machen können, weiter als Hobby. Das Hallo, Problem ist Raum nur, 1. dass ich zum Großteil einfach kein anderes Schöne Thema mehr hatte. Grüße. Und ich lange Zeit überlegt habe, was ich mache. Microphone Ich habe sogar mit activated. anderen YouTubern schon gesprochen. Ey, hast du keine Idee, was ich machen könnte? Die Sache ist die, ich habe eigentlich total viele gute Ideen für Videos. Ich kann sie aber einfach nicht umsetzen, einfach weil mir die Technik fehlt oder einfach mir die Möglichkeit fehlt, mit anderen Leuten was zusammen zu machen, weil ich ganz genau weiß, mache ich mit anderen was zusammen, kommen diese Vollidioten und machen alles kaputt, indem sie dann auf die Leute losgehen. Und es muss einfach nicht sein. Ja. Nee, Rainer. Die Leute versuchen halt nur, diejenigen vor dir zu warnen. Weil du lässt immer andere für dich arbeiten. Du ziehst dich gerne an anderen hoch. Du lügst und betrügst. Ne? Du stellst dich immer dar als den großen Anti-Mobbing-Jesus. Dabei wärst du so gerne auf der anderen Seite und würdest die Leute mobben. Das hat man bei den Gurkensohn- und Excel-Reaktionen gesehen, die du mal getätigt hast. Ja, über den Dunkelparabelritter, der hat ja, wird ja heute darauf noch angesprochen. Ja, zum Beispiel. Und jetzt ist er noch verhältnismäßig groß. Die Leute sagen zu mir unter anderem, ich bin arrogant, weil ich mit kleinen YouTubern nichts machen will. Warum? Ja, und natürlich bist du dann arrogant, Rainer. Nimm doch irgendwelche kleinen YouTuber und mach irgendwas mit denen, eine Compilation, keine Ahnung, irgendwie sowas. Eine Zusammenarbeit. Aber du willst ja immer nur mit den Großen was machen oder wolltest. Mit Unge, mit Gronkh und was weiß ich nicht alles, ne? Alblali. Aber die wollten halt nie was mit dir zu tun haben, weil man auch damals oder die haben schon damals gesehen, was für eine Art Mensch du auch bist. Mache ich nichts mit kleinen YouTubern, weißt du's?
Weil wenn er Also hat sich, kaputt glaube ich, bis gehatet. jetzt gar keiner genannt. Ich habe nicht von euch geredet, sondern allgemein ist Ja, gemeint. die werden ja gehatet dann auch mit. Richtig. Richtig. Und genau das ist das Problem. Ach, Rainer, ja, genau. Sicherlich, die armen kleinen YouTuber, die würden dann so tot gehatet werden. 2017 doch noch nicht, Rainer, ne? Ich kann nicht mehr was mit kleineren YouTubern machen, weil die werden so kaputt gehatet. Das mit dem Ben jetzt ist eine Sache, weil er Der komplett gute von null Ben. anfängt. Er hat keine Abonnenten, ihn kennt im Internet niemand. Und ich habe ihm von vornherein gesagt, schau, dass du wirklich unbekannt bleibst. Maske auf, Pulli an, den du nie anhast. Wirklich Sachen an, die du nie anhast. Microphone muted. Und dann Alle kam eben viralen bei Lion denen, dass Red man das TV auf vielleicht YouTube macht. abonnieren. Und selbst Danke. da habe ich jetzt noch Schiss, dass er Probleme deswegen bekommt, Microphone tatsächlich. activated. Weil der ist noch jung, der hat noch die ganze Zukunft vor sich. Ach, der macht auch YouTube, wusste ich gar nicht. Jetzt ja. Naja, noch Ja, aber der nicht wird mit ganz. YouTube jetzt nicht Der, hier ja. sein Geld verdienen, oder? Wir werden das mal zusammen anfangen halt. Was? Nein, der ist ja noch in der Schule. Der macht ja Schule. Der verdient nichts mit. Also. Der macht das nicht mit Ding. Der macht das jetzt, weil er Spaß dran hat. Der macht das jetzt hauptsächlich bei mir. Der hat ja noch keinen eigenen Kanal. Doch, er hat einen eigenen Kanal, aber da hat er ja keine Videos drauf bislang. Der hat auch kein großes Interesse, eigene zu machen. Der wird halt ab und zu mal bei mir sein und vielleicht fängt er was eigenes an, das weiß er aber noch nicht. Sag mal, jetzt mal was anderes. Du machst ja jetzt nicht mehr so viel Videos, also schon mehr von dem Inhalt her, aber du machst halt nichts mehr am Hauptkanal, dementsprechend auch weniger verdienen, machst ja auch kein YouNow-Hitbox mehr etc. Und du willst ja jetzt auch einen Nebenjob suchen etc. War das damals Brauch stressig? in der Mess suchen. Ja, aber war das denn damals stressig, von YouTube leben zu müssen? Weil man hat ja immer im Hinterkopf, okay, ich muss jetzt ein paar Videos raushauen, um ein bisschen Geld zu machen, weil man muss ja auch was zu essen bezahlen etc. War das stressig? Das Hinterkopf Videos machen, Geld verdienen ist nicht unbedingt der Fall. Eher das Streamen. Und das ist eher stressig gewesen. Eine gute Frage. Das Gaming ist, ich finde, das Gaming ist stressiger. Nein, das Gaming ist doch nicht stressig. Und vor allem nicht dein Gaming, Rainerle. Du setzt dich dahin, spielst, überklickst alle Dialoge, ne, weil du das sowieso nicht verstehst und lesen kannst. Und meistens ist es ja eh Zelda. Ne? Machen wir uns nichts vor, das meiste, was Rainer spielt, ist dann Zelda oder irgendein Spiel, was er zum x-ten Mal wieder durchspielt. Weil dafür brauche ich mehr Zeit. Beim Gaming habe ich jetzt momentan, weiß nicht, bin im Gaming momentan in so einer großen Sammending, wo ich momentan so viel machen muss. Ich habe jetzt 10 Stunden Zelda aufgenommen gehabt einmal. Seht Da ihr? bin ich. Danke. Danke, Rainer. Dankeschön, dass du mich da jetzt noch bestätigst. 10 Stunden Zelda. Könnt ihr euch vorstellen, 10 Stunden Rainer beim Zelda spielen zuzuschauen? Nee. Jetzt bis Part 78 gekommen und war erst bei Part 50 oder was am Hochladen. Dann kannst du das ausrechnen. Ich habe jetzt seit 3 Wochen oder Zeit. Es ist jetzt die 3. Woche, in der ich kein Zelda aufgenommen habe, tatsächlich, weil ich einfach so viele Parts vorproduziert habe. Dazu kommt jetzt, dass ich mit dem guten Ben jetzt 10 oder 12 Parts von Ori aufgenommen habe, 4 Parts von The Witcher aufgenommen habe. Als momentan dabei bin, die ganzen Parts von Ori zu rendern nebenher. Da muss ich. Was musst du denn da rendern, Rainer? Was denn? Du setzt dich doch, also du schneidest da doch nichts. Du setzt dich hin, nimmst das auf, lädst das hoch. Das ist deins. Aber nein, du musst es ja nochmal durchrendern. Aber geschnitten hast du da irgendwie nie was. Soll auch gleich mal nachschauen, dass ich den nächsten Part gleich einlege. Ich glaube, der andere müsste schon fertig sein. Willst du mal einen Speedrun Leg von mal ein. Zelda machen? Ja, der ist schon fertig, muss ich dann gleich mal machen. Dann kommt dazu, dass ich zwischendurch Bayonetta aufgenommen habe. Das sind auch 5 oder 6 Parts gewesen. Davon habe ich. Ihr merkt schon. Rainerle hat sich einfach immer nur hingesetzt, hat diese ganzen Spiele gespielt und das halt aufgenommen. Und das dann halt 10 Stunden. Und dann kommen dann halt natürlich die ganzen Parts zustande. Ne? Die er dann, da schnibbelt er halt ein bisschen dran rum. Aber
Es ist endlos langweilig und damit hat er ja auch nie Erfolg gehabt mit seinem Gaming. Er wollte ja so gerne, ähnlich wie Gronkh, unterhaltsam sein. Ne? Deswegen hat er ja auch teilweise Gronkh 1:1 kopiert und versucht, das bei sich einzubauen. Es gibt ein schönes Video, in dem er genau dieselben Sätze sagt wie Gronkh, genau dieselben Wege abgeht und dann auch noch sich erschreckt und ja, die Rätsel sind genauso. Also, ja. Habe ich zwei oder drei schon hochgeladen und ich habe einen Livestream gemacht auf Twitch oder auf YouTube, ich weiß es nicht genau mehr, auf YouTube oder Twitch gemacht, wo ich ein Live-LP gemacht habe von Brutal Legend, wo ich bei jetzt momentan allerdings am Überlegen bin, wenn der Witcher kommt, ob ich vielleicht Brutal Legend doch nochmal auf die lange Bank schiebe, dass ich davon gar noch nichts hochlade und das nochmal lösche und nochmal neu mache. Wenn ich dann die 100k habe, vielleicht das sogar so mache tatsächlich, dass ich wirklich einen Stream starte, wo ich dann wirklich halt einen Stream mache, wo ich dann halt live aufnehme und das direkt auf YouTube hochgeladen ist. Weil wenn die 100k ist, dann ist die Qualität und die Verbindung ja gut genug dafür tatsächlich sogar, dass es dann Ja, auch auf einer hochladen guten geht tatsächlich auch Qualität. schneller, gell? Nee, beim Streamen, das geht ja schneller, weil das, wenn du streamst, wird es ja dann direkt auf YouTube gespeichert tatsächlich. Deswegen ist es halt weit einfacher, als wenn du aufnimmst, renderst und dann hochlädst. Das ist nämlich die Ja, nächste klar, ist Sache. umständlich. Leute, die Leute regen sich immer so auf, die ganzen Videos, das ist keine Arbeit. Ja, tatsächlich sind meine Videos weit einfacher als zum Beispiel Julian Bam oder iBlali oder sonst was, das ist ganz klar. Ja, weil du hast es ja selber gerade gesagt. Du setzt dich hin, nimmst auf, schneidest vielleicht ein, zwei Parts daraus und lädst es dann hoch. Da ist nichts bearbeitet in deinen Videos oder ähnliches. Da ist kein Witz dahinter, da ist keine Idee dahinter. Es ist stumpfes Gaming. Aber auch ich sitze teilweise Stunden in so einem Zeug, weil ich muss es ja aufnehmen, dann passt hier was nicht, dann passt da was nicht, dann muss ich nochmal neu aufnehmen, dann gefällt mir wieder die Szene, dann muss ich wieder neu aufnehmen. Nein. Also, wenn dem so ist, Rainerle, und am Ende kommt das Beste vom Besten heraus bei dir, na dann gute Nacht. Dann solltest du vielleicht kein YouTuber sein. Das ist zum Beispiel ein gutes Ding gewesen bei Drachenlord. Ich habe bei Drachenlord oder auch bei Time of Metal tatsächlich wirklich 10 Stunden gebraucht, bis ich das Video vorbereitet, geschnitten, aufgenommen habe. Das kann nicht dein Ernst sein, Rainer. 10 Stunden für ein Time of Metal? Schau. Ich glaube, ich werde als nächstes mal so ein Time of Metal rausnehmen und dann mir das nochmal angucken. Weil das ist einfach nur, ich habe es schon erwähnt, er holt sich eine CD, eingeschweißt teilweise, schaut die sich von vorne an, von hinten an, macht die vielleicht tatsächlich nochmal auf und sagt dann so, oh, richtig, richtig geil, da haben sie sich richtig was Tolles überlegt. Und dann liest er die Videotitel, Quatsch, Videotitel, die Musiktitel vor, ohne auch nur irgendwie mal einen Song abzuspielen oder ähnliches. Und das war's. Und ein bisschen Wissen aus Wikipedia kommt dann teilweise noch dazu. Aber das 10 Stunden, niemals, niemals, maximal eine halbe Stunde. Und dann angefangen habe zu arbeiten, zu bearbeiten. Und bis ich dann fertig mit dem Hochladen war, waren fast 10 Stunden rum. Das habe ich meistens dann in 2 oder in 3 Tagesetappen gemacht. Ach, hör auf, Rainer. Hör doch einfach auf mit diesem Quatsch. Man sieht doch das Endprodukt. Ne? Da kann man sich doch denken, wie viel Arbeit da drin steckt. Nämlich kaum welche. Anstrengend ist es definitiv und es ist auch viel Arbeit, was viele nicht einrechnen. Nein. Ganze Gaming-Zeug. Ich muss es aufnehmen, was ja halbe Stunde oder 20 Minuten je nach Part oder je nach Projekt hat. Dann muss der rendern. Je nach guten Computer brauchst du 3 Stunden oder 1 Stunde zum Rendern. Mein Laptop, der braucht fast 4 Stunden für einen 30-Minuten-Part. Was? Dann nimm nicht den Laptop. Dann Ja, aber muss ich du hast jeden doch nicht so einzelnen großen Part Rechner, rendern. oder? Ja, aber da kann ich es nicht abmachen momentan. Erstens nehme ich mit dem ja auf und arbeite an dem und das macht den Rechner zu langsam. Das ist das, warum ich gesagt habe, Rendern ist für mich Arbeit, weil ich am Laptop definitiv nichts machen konnte, wenn der gerendert hat. Oh Gott. Rendern ist für mich Arbeit. Nein, Rainer. Der Computer übernimmt die Arbeit für dich. Du kannst in der Zwischenzeit was ganz anderes machen.
Zum Beispiel mal die Schanze aufräumen. Das hättest du mal machen können, ne? Der war gerade noch schnell genug, dass ich Videos schauen konnte. Und das Schöne ist, die ganzen Videos, wo auf YouTube mittlerweile rumkursieren mit 1080p, 60 FPS, kann ich nicht anschauen mit dem Laptop, weil wenn ich render schon gar nicht. Weil der Laptop zu langsam ist, dass er die 60 FPS hat. Weil da ist die Rechenleistung vom Computer dann zu langsam. Dann schau doch auf dem Handy. Auf dem Handy kann ich auch nicht schauen, weil das Handy ist auch zu, der war damals auch zu langsam. Ich habe ja zwischenzeitlich jetzt mittlerweile das neue, klar, da müsste es theoretisch sehen. Aber es interessiert mich sowieso nicht. Ich mag die 60 FPS sowieso nicht. Das menschliche Auge nimmt eigentlich eh nur 30 FPS wahr. Und ja, es stimmt schon, dass es ein bisschen flüssiger aussieht, aber es ändert trotzdem nichts daran, dass das menschliche Auge Aber eigentlich nur das ist 30 eben FPS. falsch, das menschliche Auge. 29,9, ich weiß. Das war jetzt. Von wo weißt du das denn? Das Weil weiß ich ich. finde dazu nichts im Internet. Oder waren es Ja, 28,6 sogar? Ich weiß es nicht genau. ich weiß es nicht genau. Das hat damals geheißen, als ich angefangen habe mit YouTube, hat das immer geheißen. Ja, 30 FPS ist eigentlich schwach. Da gab es ja 60 FPS noch gar nicht, wie ich angefangen habe. Da hat es geheißen, 30 FPS ist eigentlich Schmarrn, weil das menschliche Auge nimmt überhaupt nicht so viel FPS wahr tatsächlich. Ja, dann schau dir doch das Video von Turtle Tubes an. Die haben das so ziemlich gut erklärt. Das menschliche Auge nimmt ja die Sachen nicht digital, sondern analog wahr. Das heißt, das reagiert auf Veränderungen. Weswegen man Mir ist es auch eigentlich letzten nicht so Endes. richtig von FPS sprechen kann. Ja, da hat der gute Mann tatsächlich sogar ein bisschen recht. Also ja, das menschliche Auge unterscheidet da ein bisschen. Es kommt darauf an, ob es sich um Bewegung handelt oder um ja eine Konstante. Also zum Beispiel, man kann eine Lampe, die mit 50 Hertz oder 60 Hertz leuchtet, kann man unterscheiden beim Flackern. Aber man kann auch Bewegungen teilweise bis zu 500 FPS noch unterscheiden. Das ergab zumindest jetzt meine kurze Google-Suche. Also das, was Rainer da erzählt, ist Quatsch, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Aber wenn euch das interessiert, es gibt bestimmt genug Videos im Internet, die das belegen, widerlegen. Und ja, warum soll ich nicht 60 FPS schauen, wenn ich es kann? Mir ist es letzten Endes an sich ja auch eigentlich egal. Ich hab damit auch eigentlich ja nichts am Hut. Mir ist das wurscht. Ich mache 30 FPS, das reicht meiner Meinung nach auch. Und 1080p, vielleicht irgendwann, was war das andere? 400, 400 irgendwas, 4K. ne? 4K halt dann, ja. 400, 4000 irgendwas Ja, war aber das ja, glaube das hat ja nicht, hat ja nichts mit der Bildrate zu tun, das hat ja nur was mit der Schärfe ich. zu tun, mit der Ja, ich Auflösung. weiß, das war das, die Auflösung habe ich jetzt. Ich habe jetzt nicht von. Jetzt habe ich. Naja, einer da. Oder er ertappt, dass er keine Ahnung hat, was er da redet. Und er so, ja, ich meinte ja auch nur, ja. Ich habe nicht mehr von den FPS, sondern von der Bildauflösung geredet. Das mache ich vielleicht irgendwann. Also 10K mache ich. 10K, Quatsch. 10K, genau. Ich bin besser als alle anderen. Ich mache schon 10K. Nee. Mach ja jetzt momentan schon 1080p. Ich habe ja immer 720 gemacht, wenn ich am Rechner. Dann ist er nämlich schneller mit dem Rendern fertig gewesen und das Hochladen auch, weil die Größe vom Projekt nicht so groß ist natürlich, ne? Und bei meinem Gaming will ich schon 1080 eigentlich haben. Aber ich dachte, du willst keine 1080 haben. Aber bei meinen normalen Videos, wo ich nur da sitze und laber, habe ich nicht eingesehen, dass man 1080p braucht, weil wenn ich jetzt irgendwie einen krassen Hintergrund oder sowas habe, dann vielleicht ja, aber so, wenn ich nur da sitze mit einem grünen Hintergrund, das ist ja eigentlich Schwachsinn. Ja. Ja, warum sollte ich da eine bessere Bildauflösung haben? Verstehe ich auch nicht. Da jetzt irgendwie krass was zu ändern oder so. Mit seinem, was weiß ich, hohe Auflösung macht. Meine Kamera hat ja an sich schon eine sehr gute Auflösung tatsächlich. Nein. Ja, irgendwann, ja gut, das hat sich ja jetzt erledigt eigentlich. Aber irgendwann eine neue hätte ich mal gekauft, aber das hat sich jetzt ja erledigt. Ich brauche ja jetzt nicht mehr. Das kommt mit der ganz zurecht eigentlich. Vielleicht irgendwann nochmal, wenn ihr mal Geld über habt. Naja, wie auch immer. Ja, Rainer, wenn du Geld über hast, wirst du dir ein großes blaues Monsterauto kaufen. Eine VR-Brille, eine Grafikkarte und noch ganz viel anderen Quatsch. Aber keine neue Kamera. Ne? Die Qualität bleibt immer noch grottenschlecht. Auch im Jahre 2022.
Du hattest doch Was? damals auch noch die Idee, so deine Haus und deine Scheune auszubauen und dann quasi so ein YouTuber-Paradies zu machen. Was ist da aus der Idee geworden? Naja. Ah, schön. Schönes Thema, ja. Das YouTuber-Paradies. Rainerle wollte, dass die großen YouTuber zu ihm kommen können, um sich dort zu entspannen, ne? Das YouTuber-Paradies. Weg vom stressigen Alltag an den Altschauerberg. Das war nie eine Idee, das war einfach nur eine Aussage, was man hätte machen können. Das war einfach nur. Ja, so wie das japanische Bad rein, ne? Ja, aber das klang bei dir schon sehr konkret. Und vielleicht solltest du dann auch nicht diese ganzen komischen Aussagen tätigen, wie ein Zwölfjähriger, der vom großen YouTuber-Leben träumt. Bisschen in Gedanken rumspielen. Ich Fantasie. habe nie gesagt, dass ich sowas vorhab. Habe ich Doch. mit Sicherheit nie gesagt. Und wenn ich mich so ausgedrückt habe, entschuldige ich mich an dieser Stelle. Ich habe das meiner Meinung nach oder meines Wissens nach nie so ausgedrückt, dass ich das wirklich machen will oder umsetzen will. Das war einfach eine Überlegung damals, die ich kurzzeitig im Kopf hatte, wo ich gesagt habe, das hätte man eventuell machen können, weil ich halt viel Platz habe. Ich habe 1360 Quadratmeter oder sowas ungefähr. Ja, ach Rainer, dann tätige doch solche Aussagen einfach nicht, bitte. Das ist ja groß genug, um da irgendwas draus zu machen, aber das ist ja auch einfach nur blödsinniges Gespinne gewesen. Und ich habe ja auch dazu gesagt, dass das eine Überlegung gewesen wäre, wenn man nicht weiß, wo ich bin, wo ich wohne. Dann hätte man da halt sagen können, man kann sich da zusammenhocken, kann hier, da und da was machen. Im Prinzip hat jemand von euch das neue Video von Julian Bam gesehen? Ja. Wo sie jetzt das Haus haben. Sowas in die Art habe ich da im Kopf gehabt. Und das war. Mensch, Rainer, ja, warum spinnst du denn das jetzt weiter? Jetzt geht das doch schon wieder los. Ja, ich habe nie konkret gesagt, ich möchte ein YouTuber-Paradies machen, ne? Das war immer nur Geschwafel. Aber kennt ihr das und das? So wollte ich das machen. Was? War wie gesagt nur eine Aussage, was man hätte machen können, Hm. aber nicht, dass ich das vorhabe oder vorgehabt hätte. Es wäre einfach nur mal so ein Gedankengang gewesen. User joined your channel. Bin rumgespinne eben. Hi, Abby. Hallo, Abby. Hallo zusammen. Wenn ich irgendwelche Gedanken habe, dann sage ich sie halt im Normalfall. Die Sache mit dem japanischen Badezimmer ist genau das gleiche gewesen. Oh, cool, Rainer, Verstehe. cool. Mensch, ja, kommen ja die ganzen Klassiker zusammen. Das ist ja traumhaft. Wir sind jetzt fast 50 Minuten und wir haben schon 21 Minuten von den 12 Stunden geschafft. Und wer solche Sachen, um das mal festzuhalten, wer solche Sachen von wegen, ich bin das höchste Wesen der Welt, wenn jemand solche Sachen ernst nimmt, dann bitte ich die Person an dieser Stelle, sich mal untersuchen zu lassen. Nicht ernst, Rainer, aber das war halt einfach eine von deinen arroganten Aussagen, ne, die du getätigt hast, die dir auch um die Ohren geflogen ist, ne, die auch dann gerne wiederholt wird, warum du nicht gemocht wirst. Naja, ist halt witzig und die Leute nehmen es halt gerne als Vorwand, um dich dann aufzuziehen. Ja, aber dass es einfach nur ein Schmann ist, ist doch eigentlich klar, wenn man sich den Satz schon anhört. Ich meine, hallo, wenn man. Ja, aber wie man ihn sagt, ne, in dem Stream. Schaut ihn euch nochmal an, um ihn euch ins Gedächtnis zu kriegen. Das dann auch noch als. Das Witzige ist ja, die Leute kommen noch mit der Begründung her und erzählen sowas Leuten, die mich überhaupt nicht kennen. Dann denke ich mir einfach nur noch. Ich hoffe, man hat es gehört. Autsch. Für die Leute, die es nicht gehört haben, ich habe einen Facepalm gemacht. Ja. Die schmerzhaften. Autsch. Autsch. Oh, lol. Warst du auf Jetzt dem geht's wieder Ragnarök? los. Nee, oder? Stimmt, das war ja auch das Wochenende. Ja. Glaube ich. Ja, war es bis heute. Was Ja, war nee, dieses ich wusste Wochenende? es nicht einmal, dass es ist. Ich habe es nur mitbekommen, weil mir letzte Woche beim Posterverkauf das jemand gesagt hat. Sonst hätte ich es gar nicht gewusst, tatsächlich. Ja, interessiert dich denn Festivals gar nicht mehr, oder? Auch schon, aber ich habe mich dieses Jahr nicht informiert, wann was ist. Ach. Dass es Ragnarök ist, hätte ich eigentlich wissen müssen, weil ich habe mein Auto damals ein Jahr, ein paar Wochen, oder nee, Quatsch, ein paar Tage vor dem Festival gekauft, tatsächlich. Toll. Und bin dann sogar da hingefahren. Das war das erste Event, wo ich mit meinem Auto hingefahren bin damals.
Wow, jetzt geht's wieder los, ey. Fuck. Also jetzt war der Facepalm doch ein bisschen zu hart, oder was? Was denn, Migräne? Meine höllisch, das wird blöd. Nee, meine Verletzung. Hm? Verletzung? Heute Nacht war das so schlimm, dass ich mich sogar übergeben habe, ey. Und das ist nicht besonders lustig, weil... Was ist denn dann da genau? Ich dadurch, dass die Bauchmuskeln noch ehrlicher angespannt werden. Bauchmuskeln, ja. Ich bin von so einem Vollpfosten mit einem Schlagstock angegriffen worden. Das... Immer noch das vor einem Jahr, Rainer? Nur mal so, das kann eigentlich nicht mehr das Problem sein. Also wenn dir nach einem Jahr immer noch das Bauch wehtut, ne? Von diesem Schlagstockangriff, dann würde ich vielleicht mal zum Arzt gehen. Denn da stimmt irgendwas nicht. Das weiß ich. Weil ich damit gerechnet habe, hat er mich im Bauchmuskelbereich voll erwischt. Einmal am linken Bein, also am Knie, und einmal am Arm. Wie gesagt, aber nur, weil ich halt noch rechtzeitig abgewehrt habe, weil sonst würde ich wahrscheinlich nicht mehr da sitzen und reden. Ja, ja, klar, Rainer. Ist so wie diese Metallplatte, die auf dich zugeflogen ist, die du mit dem Handgelenk abgewehrt hast, sonst hätte sie dich geköpft. Ne? Also den Kopf hätte sie 1A abgeschlagen, aber dein Handgelenk, kein Problem. Ja, aber was kann das denn für eine Verletzung sein, dass du so langzeitig immer noch Folgen davon trägst? Innere Blutungen. Ja, Rainer. Du hast seit einem Jahr innere Blutungen im Bauchraum. Ich bitte dich, Rainer, ich bitte dich. Innere Blutungen? Ja. Ja, okay, das ist jetzt stark übertrieben. Das ist keine starke Übertreibung. Ich habe einen riesigen inneren Bluterguss gehabt danach. Ja. Also, innere Blutungen sind, glaube ich, noch was anderes, Rainer. Also ja, Bluterguss, aber da sind halt ein paar Blutgefäße auf der Haut geplatzt. Aber innere Blutungen, da würde ich das jetzt nicht nennen. Aber das ist doch jetzt auch schon ein bisschen her, oder? Das erste Mal, als ich das gehabt, das ist eine innere Blutung, weil da ist das Gewebe gerissen und da ist eine innere Blutung entstanden, die einen riesigen Bluterguss. Ein Bluterguss also ist Abszess, nicht gleich eine innere Abszess Blutung. Gebildet. An inneren Blutungen stirbt man. Das stirbst du nicht unbedingt dran. Es kommt darauf an, wie und wo das ist. Ja, vor allem, wenn es ein Jahr andauert. Wie weit sich das ausgebreitet hat. Willst du das nicht mal anschauen? Beim Arzt deswegen ja, jetzt? Genau. Ich hab das schon angeschaut. Ich habe gerade gesagt, als ich das erste Mal solche Schmerzen gehabt habe und mitten in der Nacht aufgewacht bin und es absolut nicht behoben werden konnte, bin ich ins Krankenhaus gefahren und der hat mir das eben gesagt, was Sache ist. Hat er auch. Ach, das, komm schon, Rainer, bitte. Bestimmt hat der Arzt dir gesagt, das kommt von diesem Schlagstockangriff. Und dass du immer noch innere Blutungen hast. Das werden diese Gallensteine sein, die du hast oder hattest. Eine Gallenkolik. 2017 wurde ihm ja, ich glaube, im August, meine ich, wurde ihm ja die Gallenblase entfernt. Aufgrund von Gallensteinen. Und ich schätze mal, oder ich bin mir eigentlich so ziemlich sicher, dass daher diese Schmerzen kommen werden. Das ist gesagt, wie lange das dann noch braucht, bis es wieder abgeheilt ist? Normalerweise hat es geheißen, dass man im Moment bloß warten kann und schauen kann, ob es sich von alleine verschwindet. Ja. Diese Kindergartenlügen, das kann doch einfach nicht sein. Er war im Krankenhaus. Und der Arzt meint, und das ist seine Aussage, ne? Wir rufen uns das nochmal ins Gedächtnis. Er wurde vor einem Jahr mit dem Schlagstock attackiert. Auf den Bauch. Und laut Aussage des Arztes müssen die jetzt nach einem Jahr, nachdem die Schmerzen immer noch da sind, müssen die jetzt erstmal
abwarten, was passiert, ob es besser wird. Rainer, merkst du das nicht selber, wie schlecht diese Lüge auch ist? Wenn es halt von alleine verschwindet, dann muss man eventuell operieren, tatsächlich sogar. Ja, aber es ist jetzt über ein Jahr her fast, oder? Also würde ich mir schon mal Gedanken machen. Hm. Mensch, dankeschön. Seht ihr, diese Discord- oder Teamspeak-Teilnehmer, die denken auch ein bisschen mit. Mehr als der Rainer. Ich war zwischenzeitlich nochmal beim Arzt. Er hat gesagt... Ach so, ja, dann okay. Er war dann natürlich nochmal wieder beim Arzt. Und, was hat er gesagt, Rainer? Wir müssen... Weiß er auch noch nicht. Aber meine Ärzte so, hier im Krankenhaus... Weiß er auch noch nicht. Ach so, auf einmal weiß er es auch noch nicht. Die sind eigentlich sowieso heilig unfähig. Die haben schon mehr als einen abgemurkst. Okay. Rufmord, hätte ich mal gesagt. Ne? Krankenhaus, was ist das? Gibt es in Neustadt an der Aisch ein Krankenhaus? Oder in Nürnberg? Keine Ahnung, wer war. Aber interessante Aussage, Rainer. Was soll's, wenn ich weg bin, bin ich weg. Dann mache ich mal keinen Kopf drum. Ach so, ja, okay. Mhm. Was höre ich hier überhaupt für einen Typen, ey? Normalerweise habe ich jetzt gedacht, es wäre endlich weg, da ich jetzt seit fast anderthalb Monaten keine Schmerzen mehr hatte. Und ich die Schmerzen hauptsächlich dann habe, wenn ich mich anstrenge, wenn ich körperlich irgendwas hebe oder so, wenn ich mich schwer körperlich anstrenge. Also quasi nie. Was ist aus dem Wasser gestern, in den Beinen geworden? Gestern habe ich mich ja übergeben, tatsächlich sogar. Ja, Rainer, geh zum Arzt, verdammt. Man merkt ja, dass du noch nicht beim Arzt gewesen bist. Und das ist natürlich dann richtig schön, weil da spannst du die Bauchmuskeln ja an beim Übergeben. Mhm. Das war dann richtig. Wobei es überraschenderweise besser war, nachdem ich mich übergeben hatte. Mhm. Also es ja. Das ist wahrscheinlich Galle gespeit. Es hat schon hat auch schon noch wehgetan, aber während des Übergebens haben mir die Schmerzen nichts ausgemacht, komischerweise. Mhm. Hat der Typ wenigstens eine Anzeige kassiert? Der Typ ist so doof gewesen, der hat nicht mal 2 Meter von meinem Haus entfernt geparkt. Ja, er hat eine Anzeige kassiert, weil ich habe seine Kennzeichen. Okay. Und irgendjemand hat jetzt gerade noch was gefragt gehabt, das habe ich jetzt gerade übergangen, sorry. Ach, das war wegen dem, was ist eigentlich aus dem Wasser im Bein geworden? Ach so, nix, das ist weg. Nee, das ist nicht weg, Rainer, ne? Das ist immer noch da. Auch Jahre später noch. 2022 hast du immer noch Wasser in den Beinen. Und letztes Jahr, ich glaube es war letztes oder vielleicht sogar vorletztes Jahr, hast du sogar noch Wassertabletten genommen, die du dir höchstwahrscheinlich selbst verschrieben hast. Weil ich in der letzten Zeit wieder viel mehr Sport mache, hat sich das aufgelöst. Klar. Aber das kann auch sein, dass es im Sommer wieder kommt, tatsächlich. Ja, wer kennt's nicht. Ne? Im Sommer kommt das Wasser dann zurück in die Beine. Weil es ist eher in den wärmeren Tagen, in den wärmeren Monaten ist das eher. Mhm. Aua. Oh. Ich bin echt beim Schnaufen, ey. Okay. Und wir wissen alle, wie stark Rainer schnauft. Wie eine Dampflok. Heute geht's ja noch. Gestern habe ich mich hierher gesetzt, ich konnte kaum schnaufen, konnte kaum atmen, konnte kaum was sagen, ey. Geh zum Arzt, Rainer. Meine Güte. Stille Medikamente von deinem Arzt, wenn ich du Ich hab schmerzstillende Medikamente. Das Problem ist nur, dass das nichts hilft. Wer weiß warum? Keine Ahnung. Ja, Rainer. Ganz bestimmt helfen diese schmerzstillenden Medikamente nicht. Keine Ahnung. Ja, was kriegst du denn? Ich nehme eigentlich überhaupt keine Tabletten. Ich hasse Tabletten. Hm. Deswegen müssten die eigentlich ganz besonders stark wirken bei mir. Ibuprofen sind das. Standardschmerzmittel halt. Wobei ich wieder mein Gewicht eigentlich anderthalb nehmen müsste davon. Ja, kannst du ruhig machen, Rainer. Also so schlimm sind Ibuprofen jetzt auch nicht. Kannst auch anderthalb von nehmen. Ja, da gibt es aber auch verschiedene Stärken, oder? Wenn du dir so leichte Dinge oder Drum habe ich gerade gesagt, ich müsste eigentlich anderthalb davon nehmen. Ich weiß ja, was das für eine Stärke ist. Dann mach doch. Nee, es verwundert mich ja, dass du Ibuprofen verschrieben bekommst, obwohl die Verletzung seit über Monaten geht. Ja, danke, lieber Teamspeak-Teilnehmer.
Kommt schon. Da müsst ihr doch jetzt auch mal nachfragen. Kompletten ist gut. Wie gesagt, ich hasse Kompletten. Ich nehme normalerweise überhaupt keine, nur wenn es absolut nicht anders geht. Ja, sieht man denn noch was davon an der Stelle? Tatsächlich, oder? Ja. Probier's mal mit Meditieren. Ach, bitte. Probier's mal mit zum Arzt gehen. Und zwar wirklich. Habe ich schon getan. Ja, natürlich. Was auch sonst. Und ja, auch wenn es jetzt ein Joke war, bei mir habe ich habe das ernst gemeint. Der menschliche Verstand ist interessant. Ja, also dein Verstand ist sowieso interessant, Rainer. Wobei, du bist halt der pure Narzisst. Du meditierst wirklich? Also ich meine das ernst, ich mache das nämlich auch. Ja, ich meditiere wirklich. Klar. Mach's nicht so oft, wie ich es vielleicht tun sollte. Ja. So ordentliche Meditationsspots bei dir. Beobachtest du dann so deine Gedanken oder bist du dann eher so einfach nur ruhig? Ich konzentriere mich vor allem darauf, was ich denke. Das kann nicht so viel sein. Wenn ich Schmerzen habe, versuche ich mich darauf zu konzentrieren, dass ich die Schmerzen vergehen. Mhm. Versuche meine Gedanken vor allem auf diesen Punkt zu richten, wo ich Schmerzen habe. Und inwiefern klappt das denn? Haut das hin? Normalerweise ja. Mhm. Das ist krass. Darum sage ich, der menschliche Verstand ist interessant. Das Gehirn bekommt die Befehle, dass du Schmerzen hast. Aber wenn aber dein Verstand ist eigen, also dein Gedanken, dann wie soll ich das ausdrücken? Dein Geist? Ja, du kannst deinem Geist selber dein Gehirn so beeinflussen, dass das Gehirn sagt, du hast keine Schmerzen. Und dann spürst du die Schmerzen auch nicht. Ja. Ja, also. Nee. Könnt ihr euch Rainer im Schneidersitz vorstellen? Kerzen drumherum? Wie er meditiert? Also, ich kann mir das nicht vorstellen. Sag mal, du bist ja ein richtiger Mensch. Ja, aber das hat doch eher damit zu tun, dass dein Körper Adrenalin ausschüttet, oder nicht? Das hat mit Adrenalin nichts zu tun, in dem Fall. Aber ja, Adrenalin sorgt dafür, ja. Aber es hat mit Adrenalin nichts zu tun, weil Adrenalin hat noch andere Auswirkungen auf deinen Körper. Und diese Auswirkungen habe ich nicht. Wenn ich keine Chance mehr habe durchs Meditieren. Na, ich habe schon gemerkt beim Meditieren, wenn man sich etwas länger aufs Herz konzentriert, dass man schon etwas den Puls erhöhen kann. Erhöhen und sogar verringern, wenn du es gut machst. Ja. Wie lange machst du das schon? 2 Jahre. Rainer mindestens 4. Passt doch. Okay. Machst du es dann jeden Tag? Fast jeden Tag. Also wenn man so eine Routine ist, aber wenn man so einen außergewöhnlichen Tag hat oder so, dann fällt das mal weg. Klar. Ja. Naja, als ich in der Schule war, habe ich es noch jeden Tag gemacht. Das ist schon ewig her. Ich mache das schon seit ich... Warte mal, wann habe ich mit dem Kampfsport angefangen? Komm schon, Rainer. Schön, dass du jetzt auch noch Kampfsport in diese Rechnung mit reinbringst. Wunderbar. Seit ich 15 bin, glaube ich, habe ich das angefangen. Ja. Also, ich war doch ein bisschen großzügig nicht, aber ich habe ihn doch ein bisschen unterschätzt mit mindestens über 4 Jahre. Gehört das Meditieren zum Muay Thai dazu, oder? Kommt drauf an. Es gibt viele, die das machen, ja. Aber es gehört so richtig Ding eigentlich, es macht nicht jeder. Es kommt darauf an, praktizierst du nur den Kampfsport oder liebst du wirklich auch tatsächlich die Kultur aus? Och, Rainer. Halbe Stunde geht dieser 12-Stunden-Talkshow. Oh, es ist utopisch. Mensch, Rainerle. Wirklich. Dann gehört es eigentlich schon dazu, ja. Wie gesagt, es kommt immer halt auch aufs Individuum an. Anstrengend meditieren ist vieles, aber anstrengend sicher nicht. Wobei,
Wie so ein Mönch auch zu nicht, leben. das auch nicht stimmt. Wie ein Mönch zu leben, habe ich nicht gesagt. Das ist was anderes. Das ist wieder was anderes. Das ist ganz anderes. Meditieren ist was, Meditieren ist was Spirituelles, aber es hat nichts damit zu tun, wie ein Mönch zu leben. Ja. Aber es geht viel damit einher. Ne? Hätte ich gesagt gehabt. Da gehört noch weit mehr dazu. Das setzen wir auch wieder jeden Tag angewöhnen. Ja. Machst du eigentlich noch was mit WoW-Drache so? Gar nichts mehr, oder? Was? WoW? Ja, WoW spielst du nicht mehr? Müsste ich eigentlich auch mal wieder wegen zocken. 3 Monate habe ich noch. Ich habe heute auch wieder angefangen. Ja, das mit der neuen Ding ist. Ich habe auch WoW gespielt. Eine sehr lange Zeit. Burning Crusade und Scherbenwelt und was weiß ich nicht alles. Draenor. Nee, weil wo habe ich aufgehört? Bei den Pandaren. Ich glaube, das war. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Bei den Pandaren habe ich dann aufgehört. Das war mir dann doch irgendwie abgefahren. Ist ja auch ein neues Gebiet, das ist heute halt auch frei. Ja. Seit heute erst? Nee, schon länger. Hast du ein VPN an? Hast du VPN an? Wenn ja, mach ihn bitte aus. Warte mal, ich wollte nur mal kurz was sagen. Jetzt kommt's wieder, passt auf. Nein, ich habe natürlich VPN an. Das liegt daran, ja, dass ich gestern hier in einem Channel war. Der hieß irgendwie große Meerestiere oder sowas. Habe ich ja eigentlich nichts mit zu tun gehabt. Ja. Und den habe ich gebannt, weil das wieder eine Hater-Anspielung war und sowas wird nicht geduldet. Und wenn man sich so in einem Raum aufhält, tut mir leid, aber ist man selber schuld? Konnte ich eigentlich nichts für, weil der Raum wurde einfach umbenannt und mit den Leuten daran habe ich mich unterhalten. Der Grund eigentlich, ich bin ja erst seit ein paar Tagen jetzt hier auf dem TS, ist, dass ich quasi einen Ersatz gesucht habe für deine YouTube-Videos auf deinem Hauptkanal. Ohne Scheiß. Ich habe deine Videos sehr gerne geguckt, ja. Habe ich mit jemandem zusammen mal geguckt. Kann ich mir irgendwie alles vorstellen. Alle wissen es. Und Rainer weiß es wahrscheinlich auch. Das ist Aheda. Nein, ohne Scheiß jetzt. Okay. Was? Und weil du die ja nicht mehr machst, bin ich halt irgendwie jetzt auf die Idee gekommen, dass ich einfach auf TS komme, warte, ob du irgendwann hier kommst und quasi Ersatz dafür suche. Ich muss sagen, das ist eigentlich auch deine Videos, ne? Ich habe die früher immer mit meiner Familie zusammengeguckt, so Thanksgiving. Was? Hat er gerade gesagt, er hat Rainers Video mit der Familie geschaut? Mäßig, wir haben am Donnerstag so einen Totan serviert bekommen und dann haben wir zusammen deine Videos geguckt mit der ganzen Familie. Wie es aussieht, sind jetzt ein paar schon mittlerweile das Spielchen überdrüssig, was? Ne, echt, ich habe echt deine Videos angeschaut, halt. Nur die ja, Time of Battle Videos. Denke ich mir schon. Nein, und sind halt genau die Videos angeschaut worden, die das praktiziert haben, was dich am geilsten macht, ne? Bitte was? Denke ich mir schon. Weißt du, man hat sich halt auch so. Dragon Monday, so. Ja, genau. Ja, Metal fand ich zu echt langweilig. Ja. Aber Metal ist auch nicht so in der Richtung. Weil du kannst mich auch gerne bannen, weil ich VPN habe, aber du weißt es selber, man kommt immer wieder rein und eigentlich will ich, dass sie nur so, weiß nicht, mithören. Ja, weißt du? Also, man kommt immer wieder rein, das stimmt schon, aber man kann auch immer wieder gebannt werden. Ja. Ach, Rainer, lass ihn doch einfach mithören. Wo ist denn das Problem? Er sagt doch dir ganz ehrlich, er hört doch da nur zu. Hm? Ich verstehe das Problem da nicht. Ja, natürlich. Nein, aber zum Beispiel, wenn man sich dieser Zeitverschwendung hingeben will, das ist genau das, was ich vorhin auch zu dem anderen Typen sagen wollte. Wenn man sich dieser dauerhaften Zeitverschwendung hingeben will, nein, ich bann euch innerhalb von Sekunden. Und die Sache, ich habe euch danach für immer vergessen. Und wenn ich dich nochmal sehe, dann bann ich dich halt wieder. Ja. Ach so, aber dann hast du ihn ja nicht vergessen, wenn du ihn danach wieder siehst. Ich weiß nicht, ich wollte das jetzt nur so ein bisschen erklären, meine Situation, warum ich VPN habe. Deswegen. Das ist ein gutes Argument, ja. Wisst ihr, ich habe immer wieder das Gefühl, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dass die Leute mich für das größte Monster halten, das hier rumrennt. Ja, und
auch noch. Na, jetzt wäre ich schon wieder beleidigend. Nee. Nein, das war halt gerade wegen dem Grund von gestern, dass du einfach alle Bands, die in den Channel drin waren, war ja groß. Dass ich mittlerweile nicht mehr jeden Einzelnen befrage bei so einer Größenordnung, tut mir leid. Ja, und wie war das nochmal ganz am Anfang? Mit, wirst als Diktator angesehen? Hm? Reinhard? Niemals, ich werde es ändern. Ich werde in Zukunft mit, wie viele Leute sind gerade auf dem TS? Na, brauchst du dich ja nicht entschuldigen dafür. Also, es ist, ich meine, es sind, ist immer noch deine Entscheidung, wen du bannst und wen nicht. Und es sind auf dem TS gerade 65 Leute. Ich werde also jetzt mit jedem von diesen 65 Leuten sprechen und ihn fragen, ob er ein Hater ist. Nein, ich werde mit Sicherheit, von 64 Leuten gesagt bekommen, ja, ich bin einer. Da wette ich drauf. Da wette ich 100 Euro drauf, dass das garantiert passieren wird. Ja, Rainerle verhängt lieber Kollektivstrafen, ne? Mitgehangen, mitgefangen. Sobald ihr in diesen einen Channel gegangen wärt, seid ihr sofort strafbar, ne? Und dann ist es natürlich auch legitim, dass ihr direkt gebannt werdet. Auch wenn ihr nur anwesend gewesen seid. Also, selber schuld, hätte ich gesagt gehabt. Und falls es jetzt noch nicht deutlich war. Von 15 Stunden. Und falls es jetzt noch nicht deutlich genug war, das war Sarkasmus. Nein. Ach, Rainer. Ich weiß. Weil ja, verlangt auch keine Rechnung, geht doch irgendwie nicht auf, wenn Abby noch auf dem Server ist. Abby war doch gerade hier drin, ne? Eben, denk mal drüber nach. Okay. Ich muss reingrätschen, dann kannst du mich gerne bannen, wenn du magst. Du kannst nicht reingrätschen, wenn ich fertig bin. Ja, gut, dann das ist auch ein Fakt. Ich will noch mal was dazu addieren. Also, kann ich ja mal das Publikum fragen. Also, ich bin der Meinung, dass ich mich schon gut argumentiert habe. Aber das werden die halt natürlich nicht sagen, weil die halt zu faul sind, ja, doch, eine Sicherheitsstufe zu ändern. Dazu sage ich also jetzt noch eine Sache, bevor jetzt jemand anderes was dazu sagt, sage ich jetzt eine Sache dazu. Die Meinung von anderen, die hier drinnen gerade sind, bei denen man zu einer 99,9%igen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass der Großteil oder eigentlich alle, die hier drinnen sind, definitiv Leute sind, die du kennst, die mit dir zusammen Hater sind oder ähnliche Geschichten, würdest du mich bitte nicht unterbrechen? Alles und jeder sind Hater. Und deswegen ist es ja auch so einfach. Die Welt ist schwarz und weiß. Es gibt Hater und es gibt Leute, die ihm nach dem Mund reden und wie gesagt, diese Regeln befolgen, die der Drache aufgestellt hat. Das sind dann die lieben Drachis, ne? Die keine Widerworte geben. Okay. Hier auch und die hier hundertprozentig zu einem Großteil oder zu einem 99,99%igen Teil definitiv auf deiner Seite stehen, weil sie mich genauso triggern wollen wie vorhin der andere Spaten, werden sie klar hinter dir stehen. Du hast kein vernünftiges Argument gebracht, hast sogar meine Frage, die ich dir zuerst gestellt habe, mit einer Gegenfrage beantwortet, was nicht nur unhöflich ist, sondern auch nur einfach von einer niederen Gesinnung zeugt, weil du einfach... Eine niedere Gesinnung? Ach du meine Güte, Rainerle. Am besten baust du noch irgendwie das Wort Mensch und dann irgendwas mit unter ein. Zeit gebraucht hast, darüber nachzudenken, was du sagen willst, beziehungsweise dir Blödsinn zurechtzulegen, um hier zu argumentieren, was hinterher nicht einmal belegbar ist. Also, wenn ich mich dazu noch äußern dürfte, also das ist die Tatsache, dass ich hier wirklich keinen hier kenne, außer dem Milch, der vorhin drin war, mit dem habe ich auch ein bisschen geschwätzt. Ich habe mich falsch ausgedrückt, ich bitte um Entschuldigung. Sekunde, wenn ich kurz zwischengrätschen darf. Oh, ich hasse es, wenn er so auf eloquent macht, ne? Wirklich. Wenn er sich so überlegen fühlt. Ich meinte damit nicht, dass du sie wirklich persönlich kennst oder sonst was in die Richtung, sondern ich meinte damit, dass ein Großteil zu der Community gehört, zu der du gehörst. Hatern. Darauf wollte ich hinaus. Ja, aber, okay, gut. Aber nur weil ein Hater ist, heißt es doch nicht, dass er immer Unrecht hat, oder? Und, ich habe nichts von Unrecht gesagt. Ich sagte, dass sie hinter dir stehen. Ich bin noch nicht fertig, Rainer, ganz kurz. Ja, Rainer, lass ihn doch mal ausreden. Was gebietet die Höflichkeit?
Ich habe, klar, habe ich vorhin mit einer Gegenfrage angefangen, aber das liegt auch daran, dass ich hier gerade nebenher meine Reisekosten abrechnen tue. Und ich... Sorry. Nebenbei seine Reisekosten. Sehr schön, sehr schön. Immer ein bisschen vertiefbar beim Rechnen. Also da darf ich mich nicht deswegen gleich so angehen, dass ich auf einer niedrigen Gesinnung bin. Ich bin schon recht ein schlaues Kerlchen, möchte ich mal so sagen. Die niedere Gesinnung fängt damit an, dass du hier mit einer Beleidigung anfängst und du willst hier jetzt da wirklich drauf bestehen, dass du wirklich ein kluges Kerlchen bist. Hat er denn beleidigt? Habe ich was verpasst? Also ich habe jetzt, oder? Vielleicht habe ich nicht richtig zugehört, aber eine Beleidigung war doch da jetzt nirgends. Nachdem du hier den ersten Satz, den du zu mir sagst, wir können darüber sprechen, warum du ein Hurensohn bist. Und da, was? Wann hat er das denn gesagt? Davon, und dann willst du wirklich argumentieren, dass du intelligent bist? Ist das dein Ernst? Ja, auch intelligente Menschen labern halt manchmal Scheiße. So ist das, Rainer. Du bist halt nicht intelligent und checkst sowas nicht. Sehr schön. Sehr schön. Bin nicht intelligent, merkwürdig. Ich habe die Definition von Hure wesentlich besser erklärt, als du sie je verstehen wirst, vermute ich mal. Und ich habe auch gesagt, was Sache ist. Und ich habe vernünftig und anständig argumentiert, ohne dich zu beleidigen. Ja, ich habe auch. Im Gegensatz zu dir, der hier mit der Beleidigung angefangen hat. Hierzu also, dass eine Hure auch wurde früher so benannt als Ehebrecher. Ach du meine Güte, wer ist er denn? Oh Junge. Ja. Das ist genau darauf und weiter? Hinaus und das hat dein und weiter? Dein Kumpel von deinem Vater war. Habt ihr überhaupt niemand gehört? Okay, genau. Fakt 1, es ist kein Kumpel von meinem Vater. Fakt 2, Ehebruch hat es nicht gegeben. Das habe ich vor nicht einmal 20 Minuten gesagt. Oder nicht mal 10 Minuten. Na gut, aber die Konstellation, sag ich mal, Rainer. Also das, was du damals in Juno gesagt hast, der Nachbar, der das gesagt hat, der tut doch schon eindeutig in die Richtung. Junge, ich sag's dir noch einmal deutlich. Hör auf, irgendwelche Leute zu benennen, von denen du keine Ahnung hast, was sie gesagt haben, weil sie es nicht zu dir gesagt haben. Darüber hinaus bezweifle ich überaus, dass irgendeiner meiner Nachbarn so etwas auch nur ansatzweise gesagt hat. Da ich meine Nachbarn, und das maß ich mir an, ein kleines wenig besser kenne als jeder von euch. Ja, Rainer, ich habe auch deine Nachbarn mal kennengelernt. Die hatten keine so hohe Meinung von dir. Ja, das kann gut sein, aber trotzdem ist es ja nicht auszuschließen, dass deine Nachbarn deine Mutter nicht mögen. Sehr schön, sehr schön. Weil sie eben... Das mit mögen ist eine Sache. Die Aussagen, die man trifft, sind andere. Und ich sagte gerade, es ist sehr unwahrscheinlich bis eigentlich gar nicht möglich, dass einer meiner Nachbarn so etwas gesagt hat. Und wir diskutieren im Prinzip gerade über die gleiche Geschichte wie gerade eben. Und ich frage mich immer noch, warum? Warum? Ja, keine Ahnung, mich langweilig und ich habe in 3 Stunden eine Zugfahrt vor mir. Das ist eine ehrliche Antwort. Eine grundehrliche Antwort, ja. Ihm ist langweilig. Ist ein Hobby. Ach, Rainerle. Du sagtest gerade, dass du beschäftigt bist. Was hast du gerade gesagt, dass du Reisekosten. Machst? Ich habe dir nicht wirklich zugehört, weil ich andere Sachen nebenbei mache. Ich rechne meine Reisekosten durch. Dann frage ich mich, warum machst du nicht das, anstatt hierher zu kommen und Leute zu beleidigen? Macht er doch. Er macht doch seine Reisekosten. Und nebenbei hört er dir zu. Und antwortet dir sogar. Ruhig und gesittet. Weil das ziemlich öde ist. Die du nicht mal kennst. Unterhaltung brauchst. Und, also das meine ich jetzt. Dann mach's wie ich. Können nebenbei muss. Rainer, hör doch mal auf, ihn zu unterbrechen. Das ist unhöflich. Sieg. Das, was du so. Nee, ganz kurz, Rainer. Also das, was du manchmal hier so herrschfratronierst und so denkst, wo du Ahnung hast, das ist halt echt einfach lustig, weil du erzählst so einen Schwachsinn teilweise. Zum Beispiel das mit dem Auge und der FPS. Habe ich mich totgelacht. Mit dem Auge und der FPS ist aber Tatsache. Das ist aber ich weiß nicht, wie viel Prozent es ist, aber das Auge nimmt keine 30 FPS wahr. Wie erklärst du aber dann, dass Jetpiloten bis zu 400... Zumindest wurde es so damals
gesagt, als ich damals mit YouTube angefangen habe und du sagst, damals ging um die FPS-Zahlen. Wenn es mittlerweile andere Aussagen dazu gibt, dann kenne ich sie nicht. Folglich ist es aus meiner Sicht kein Schwachsinn, weil ich eine andere Tatsache nicht kenne. Du akzeptierst aber auch keine andere Tatsache, Rainer, und das ist das Problem. Ich kann mich aber gerne in der Zwischenzeit mal mit befassen, aber weißt du, wann ich mich das letzte Mal mit FPS befasst habe? Das war ungefähr 2012. Ja, damals war das auch schon falsch, Rainer. Also das ja, ist aber, aber damals, hör mal auf. Damals. Rainer, du unterbrichst doch die ganze Zeit selber. Wurde es aber so gesagt. Und ich kenne es nur von damals. Auch wenn es damals schon falsch war, ist es trotzdem Tatsache, dass ich von damals die Fakten kenne. Und damals waren die Fakten oder waren die Aussagen der Fakten so, wie ich sie dargelegt habe. Fakt ist. So, und ja, nicht gut, so, wie du sie jetzt darlegst. Und wenn sie jetzt anders sind, gut, dann muss ich es mir eben anschauen und muss mich auch korrigieren im Endeffekt. Das ist richtig. Aber im Moment habe ich diese Aussage eben noch nicht gesagt. Und dass ich jemanden wie dir, der hierher kommt und mich beleidigt, ohne einen Grund dafür zu haben, nicht einmal ein Wort glaube, wenn er etwas sagt, ist, glaube ich, nicht wirklich verwunderlich. Aber kann ich mir in der Hinsicht gerne glauben. Also ich liebe PC-Sachen und gerade solche FPS-Sachen, die sind genau mein Ding. Und ich kann dir sagen, ein Mensch kann weitaus mehr als 30 sehen. Also wie gesagt, Jetpiloten können irgendwie 200 plus auch. Das hat aber auch nichts mit den Fakten zu tun. Ja, das sind aber... Oder nicht, Fakten war falsch ausgedrückt, ich bitte um Entschuldigung. Ach, bitte Rainer, tu doch nicht so. Es hat nichts damit zu tun, was wir für ein Thema oder was wir für ein Gespräch führen. Und du lenkst die ganze Zeit nur ab, anstatt dich endlich mal von unserem Thema, das wir haben. Was? Die Beleidigung? Ja, auf was willst du noch hinaus? Ich dachte, das Thema wäre gegessen, also... Nein, ist es nicht. Warum beleidigst du mich, ohne mich zu kennen oder ohne irgend... Oder mit mir auch nur mehr als einen Satz gesprochen zu haben. Ach so, ja, das kann ich dir gerne nochmal erklären. Also, das lag, also wie gesagt, daran, wegen deiner Aussage aus Juno. Also, erstmal die Sicht von dir, ne? Du hast auch oft auf Juno gesagt, ist, zum Beispiel, wenn dich Leute zum Beispiel dick genannt haben, fett genannt haben, hast du gesagt, das ist keine Beleidigung, das ist ja Tatsache, ja? Es ist und, auch. Ja, gut. Und dann habe ich halt von voll vielen Leuten gehört, was dein Mutti gemacht hat und da. Gut, ja, dann ist es keine Beleidigung, sondern Tatsache. Ja, ich weiß, also ich sehe, worauf er hinaus möchte. Ich habe dich auch über der Mutti beschwert, dass sie eine Schlampe ist, die dir auf den Sack geht. Also habe ich gedacht, gut, du bist ein Hurensohn, das ist ja Tatsache. Hier würde ich kurz zwischengrätschen gerne. Ach, Rainer, bitte. Du doch nicht so eloquent. Und ja, er hat seine eigene Mutter so genannt, ne? Von daher hat der Kollege hier irgendwie recht. Ja klar, darfst du gerne. Folgendes, was ich irgendwo sage und wie ich wirklich denke, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ach so. Also was du denkst, ist nicht gleich dem, was du sagst. Gut, merken wir uns das. Ja, aber dann solltest du wohl dein Gehirn mit deinem Mundapparat synchronisieren. Nicht wirklich. Danke, ja, genau das. Da hat er nicht ganz Unrecht. Nicht wirklich. Die Sache ist die, wenn du irgendetwas glaubst, was du irgendwo hörst, egal ob es über Aussagen geht, die ich selbst über mich aussage, oder ob es andere sind, und das ist offensichtlich hier definitiv Fakt, dass du hier irgendwelche Sachen glaubst, die dir andere weismachen, sagen oder als Wahrheit verkaufen, auch wenn du nicht mal den leisesten Schimmer davon hast, ob es Fakt ist, ja? Dann, wenn du solche Sachen schon glaubst, dann kann man dir nicht mehr helfen. Du sagst so Sachen wie, ich laber Scheiße mit 30 FPS oder nicht mehr 30 FPS mit menschlichem Auge. Und das sind Sachen, die ich von damals gehört habe, wo damals darüber gesprochen wurde und wo damals darüber diskutiert wurde auf vielen YouTube-Videos. Und jetzt. Er darf nicht reingrätschen, ne? Okay, aber Rainerle, dann lass dich doch auch korrigieren, wenn das tatsächlich falsch ist. Aber du lässt da ja auch gar keine Fehler zu. Du sagst ja, aber es mag vielleicht falsch sein, aber ich habe es halt falsch gelernt, von daher ist es ja nicht falsch. Ne? Weil ich habe es ja nur so falsch gelernt. Deswegen kann ich es ja gar nicht falsch sagen, weil ich habe es ja so gelernt.
Aber anstatt dann Fehler einzugestehen, ne, und dann sich nochmal darüber zu informieren, ne, gehst du lieber direkt in den Angriff über und gehst auch teilweise in die Beleidigung über. Jetzt kommst du daher und bringst jedes Mal Argumente, dass andere irgendwas über mich gesagt haben. Es ist ja definitiv nicht bewiesen, ne? Das ist Ironie, muss ich ja dazu sagen. Es ist definitiv nicht bewiesen, dass Leute so etwas über mich sagen, um mich schlecht dastehen zu lassen. Ach, Rainer. Ah, der arrogant Lord ist wieder da. Kurzum, sowas passiert dauernd. Ja, aber da musst du aber auch die Schuld an dir selber suchen, weil du haust halt ja auch solche Sachen raus im Internet. Also auch sei das mal geplant oder ungeplant, das kannst du jetzt definieren, wie du willst. Aber so wie du dich halt im Internet darstellst, so reden halt einfach die Leute mit dir rüber. Und das ist auch, so fing auch diese ganze Hurensohn-Geschichte an. Diese ganzen Geschichten gab es schon lange vorher. Diese ganzen Geschichten gab es schon lange vorher, bevor ich irgendwas dazu gesagt habe. Und du kommst mit Sachen da und du kommst mit Sachen daher, nachdem das Zeug hier irgendwo von mir gesagt wurde, weil ich das irgendwann gesagt habe, um einfach meine Ruhe zu haben. Das ist wieder ein anderer Punkt. Aber gut. Ja, das darfst du nicht machen. Sonst rastet die Leute noch. Warum? Ich krieg dauernd gesagt, dass ich nicht selbstironisch handle. Ja. Ja. Stimmt ja auch. Und du kannst ja auch keine Ironie. Und Sarkasmus kannst du erst recht nicht. Aber das ist doch keine Selbstironie, Rainer. Selbstironie. Es ist nicht Selbstironie, wenn ich sage, ja, ich bin nicht, fett ist für mich keine Beleidigung, sondern es ist eine Tatsache, es ist keine Selbstironie. Das wäre oder das mit dem Hurensohn. Ich hab mich bestimmt nie als Hurensohn bezeichnet. Nee, du hast deine Mutter beleidigt. Aufs Übelste. Ja. Und diese Aussage mit, meine Mutter ist der Schlampe, bla. Mhm. Alter, hast du schon mal... Weißt du was, ich habe keine Lust mehr zu diskutieren. Ach, Rainer, da gehen die Argumente aus. Er hat jetzt nämlich selber gemerkt, dass diese Aussage, die er da getätigt hat, nämlich diesen Rückschluss zieht. Und deswegen wird jetzt bannhammert. Okay. Ihr glaubt jeden Furz, was man auf der Welt sagt. Nee, Rainer, es geht um dich. Es geht nicht um die Welt, es geht nur um dich. Und wenn man sagt, der Himmel ist grün, dann glaubt ihr, der Himmel ist grün. Rainer, was soll denn das? Nein, wir glauben nicht, der Himmel ist grün. Wir wissen, der Himmel ist blau. Ach, Rainer. Hier werden keine Unwahrheiten verbreitet. Alle deine Videos sind so im Internet zu finden und jeder kann sie sich ansehen. Und jeder sieht, in welcher Tonlage du es gesagt hast, wie es gemeint ist, aber du drehst es dann in deinem Kopf rum als, das habe ich ja nur als sarkastischen Witz gemeint oder ich habe es aus Ironie gesagt, ne? So wie mit dem Holocaust, so mit den Juden und was weiß ich nicht alles, ne? Jesus, ich bin der Anti-Mobbing-Jesus, ja. Für mich oder für euch. Das ist genau der Punkt. Von Ironie verstehst du offenbar null. Das ist genau das, was du sagst, doch, das, was du hier sagst, dass ich das gesagt habe und so weiter. Das ist genau die gleiche Geschichte wie mit dem Blödsinn von wegen, ich bin das höchste Wesen der Welt. Ja, Rainer, das war... Schaut es euch an. Es war keine Ironie. Weil ihr immer glaubt, dass ich jedes Wort, das ich in den Mund nehme, auch hundertprozentig ernst nehme oder meine. Und okay, genau das ist der Fehler, den meine Zuschauer schon immer gehabt haben. Ich sag heute A und ich sag morgen B und dann sag ich wieder A und widerspreche mir immer selber. Dass aber beide Sachen vielleicht kompletter Schwachsinn sind, auf die Idee kommt ihr nicht. Ihr nehmt jedes Wort, das ich sage, für bare Münze und hinterfragt nichts. Aber Rainer, das ist das Problem an der Sache. Du bist eine Person des öffentlichen Lebens, weil du ja so eine Art YouTuber bist. Jetzt sei mal Let's Player oder Normalkanal, ist jetzt scheißegal. Und das, was du halt in deinen Streams sagst, ironisch oder unironisch, wird halt gegen dich verwendet. So funktioniert das auch mit den Prominenten und so funktioniert das auch mit jedem YouTuber. Und das scheinst du nicht zu verstehen. Da sagt der gute Mann tatsächlich was Wahres, ja. Rainer, der versteht Aktion, Reaktion nicht. Ich verstehe vermutlich mehr als du. Oh, da.
Das war die beste Antwort, die man hätte geben können, Rainer Lem. Du alter kleiner Narzisst. Ich mach das Ganze schließlich schon ein bisschen länger als du. Ja, natürlich. Ja, und das macht es jetzt besser, oder was? Weil du, wenn ich eine Sache ewig lange falsch mache, dann wird sie dadurch nicht besser oder richtiger, sondern es bleibt falsch. Natürlich, also gerade die Sonderschule mit Ach und Krach geschafft zu haben und du verstehst. Näher dein Abgangszeugnis, er hat die Sonderschule gar nicht geschafft. Ist mehr als ich. Von Ach und Krach war nie die Rede. Ja, aber das Zeugnis ist ja schon mittlerweile auch überall. Mit einer lachenden Sonne im Zeugnis. Stimmt. Das einzig Positive an diesem Zeugnis ist die lachende Sonne. Also, genau. Also da brauche ich jetzt und ihr habt, genau, richtig, das Zeugnis ist bekannt. Und ihr nehmt auch das wieder für bare Münze. Hätte ich mir ja denken können. Ach, Rainer. Natürlich. Dieses Zeugnis ist natürlich gefälscht. Ganz bestimmt, Rainer. Lad doch mal einen Ausschnitt von deinen richtigen. Meinst du ernsthaft? Nur einen kleinen Ausschnitt, um zu beweisen. Meinst du wirklich, dass ich irgendwo ein Zeugnis rumliegen lasse, wo ja. Hater rankommen, das echt ja. ist? Glaubst ja. du? Ja, Rainerle. Hundertprozentiges Ja. Du hattest damals auch schon diese Treffen gemacht bei dir zu Hause, ne? Wo du Leute zu dir eingeladen hast. Die dann auch in dem Haus rumgelaufen sind. So ist ja damals ein Eis von dir verschwunden und ein paar andere Sachen. Hast du das ernsthaft? Ja, das macht jeder. Nicht viele Leute passen auf ihre Daten auf. Und ja. nachdem die Leute wussten, wo ich wohne und nachdem sonstige Scheiße über mich rausgefunden ist, glaubst du das noch immer? Ja, Rainer, du hast einen verdammten AIDS-Test gemacht. Und dem ein Bärchen geschickt. Du schickst alles ins Internet. Ironisch, ja. Ich weiß, definitiv. Dass du faul bist, Freunde. Und du sagst ja auch faul. Immer, dass du faul bist. Faul! Ich bin faul! Ja, du bist sowas von faul. Ja, das sagst du ja auch immer selber. Ich, oder. Jetzt kommst oder... du wieder mit dem Satz, das sagst du doch selber. Ist ja. Das... ja, Rainer. Soll man jetzt nicht dir ankreiden, was du sagst, sondern nur, was du denkst. Und da wir da nicht reingucken können in dein kleines Köpfchen, ne, sind wir natürlich alle nicht in der Lage, sagen zu können oder zu dürfen, was wirklich falsch mit dir ist. Rainer, du wirst halt an dem gemessen, was du in die Welt hinausfeuerst. Und ja, das ist halt die Reaktion darauf. Ich kann es immer nur wieder sagen. Ist das echt dein Ernst? Ja. Boah, Junge. Okay, ich sag dir jetzt noch einen Satz, bevor ich dich raushau. Mhm. Und nimm dir den mal zu Herzen. Ja, ich komme sowieso wieder. Ich koch kein Ding. Das ist... Sehr schön. Sehr schön, lieber Kollege. Schön getriggert. Mir egal. Ja, gut. Was will ich mir jetzt noch nimm sagen? Nimm dir diesen Satz zu Herzen, Junge. Darf ich danach auch was noch sagen? Benutz dein Hirn zum Denken. Bevor du handelst. User in your channel joined your channel from the server. Ganz im Ernst. Was ist das für eine lächerliche Aktion? Aber du hast gesagt. Aber der hat gesagt. Junge, denk an dein eigenes Zeug und versuch mal eigene Meinungen zu bilden, anstatt immer das Zeug nachzuplappern, was dir irgendjemand vorgesagt hat. Nee, nicht was irgendjemand vorgesagt hat, Rainer, sondern das, was du gesagt hast. Er hat gesagt, du hast gesagt, Rainer. Na? Über deine Mutter und so weiter und so weiter. Egal, ob es ich war, der über mich selber spricht, ich... Ach so, also, okay, hä? Du als Referenz zählst nicht? Weird. Ich war, der über andere spricht, oder andere waren, die über mich sprechen. Das gilt für jeden. Benutzt euer verdammtes Hirn zum Denken, dafür ist es da. Ach, Rainer. Wenn du dir doch mal diesen Satz zu Herzen genommen hättest... Meine Fesse, Alter. Schön getrunken. Ich, halt Leute, ich bin nicht selbstironisch zu mir sagen, ich habe keine Ahnung und sonstigen Blödsinn, ich bin so dumm. Genau, ey. Und alle handeln sie komischerweise dümmer als ich. Dafür bin ich dümmer als sie, genau. Was hast du nicht verstanden? Warum das so ein großes Thema gemacht wird, zwecks ein FPS, weil eigentlich hast du ja recht. Also hast du gesagt 28 FPS, ne? Ich weiß nicht genau, wie viel es ist, aber
Ja, nee, 28, aber... 29, irgendwas in der Größenordnung. Also es ist auf jeden Fall unter 30, so viel weiß ja, ich. Ja, 24 FPS, nur digitale. 24. Digitale Dinger werden halt anders formuliert durch Motion Blur, also nicht formuliert, sondern dann die Datennamen quasi. Aber trotzdem bleibt das bei 24 FPS, ne? Deswegen habe ich nicht verstanden, warum der jeder so große Tragik draus macht wegen den scheiß FPS. So wird's auch. Ja, weil es egal. Weil es genau der gleiche Quatsch ist wie immer. Der will mich einfach nur triggern. Es ist so lächerlich, dass die Leute nach 5 Jahren immer noch die gleichen Argumente rausbringen. Gut, das mit den FPS ist jetzt ein neues Argument tatsächlich mal. Aber dann kamen ewig, was weiß ich, 2 Jahre lang kamen die Argumente mit, die Haut ist kein Organ. Nur weil ich das aus meiner Sicht anders sehe. Mein Gott, ey. Ja, das Thema kam auch 2021 nochmal wieder auf. Da hat er gemeint, er hätte sich direkt danach informiert und entschuldigt. Nein, hat er nicht. Es ist seine eigene Meinung, sagt er immer wieder. Er sieht es anders. Ey, für manche ist der Himmel grün, dann ist er halt für manche grün. Nein, Rainer, der Himmel ist blau, verdammt. Und wenn du das anders siehst, dann stimmt irgendwas mit deinen Augen nicht. Mein Gott, was soll's? Aber was ist denn so schmerzhaft daran, wirklich einfach zuzugeben, ich lag falsch? Ja, was ist daran so schlimm, Rainer? Erklär's uns. Hab ich doch schon vor hunderten Jahren gemacht. Nein. Alter, das ist genau der Blödsinn, von dem ich immer rede. Ich hab noch am selben Abend, als ich gesagt hab, dass es keine ist, hab ich gesagt, okay, aus offizieller Sicht ist es eine, aber ich sehe ich, nur ich. Ich. Darum geht's. Um Rainer. Sehe es anders. Aber ja, ich lag falsch, dass es aus offizieller Sicht anders ist. Und das habe ich schon 100 Mal gesagt. Ja, Rainer. Aber dann bist du einfach dumm. Also wenn du die allgemeine medizinische Ansicht nicht anerkennst, dass die Haut ein Organ ist, ne? Dann bist du nicht irgendwie einer, der schlau dagegen angeht und meint, hier, ach, nee, das kann ich nicht akzeptieren. Nein, dann bist du einfach nur stur und arrogant. So ist es. 200 Mal wahrscheinlich mittlerweile sogar schon, das dürfte sogar real hinkommen. Hm. Sowas sieht man halt in den Videos nie, ne? Sondern man sieht natürlich nicht, sowas schneiden sie raus. Nein. Rainer, du hast wütend diesen TS-Raum verlassen, als die Leute über die Haut ist kein Organ-Sache geredet haben. Da bist du wütend rausgegangen. Aus diesem TS, du bist gestürmt. Weil du dich wieder als Mobbing-Opfer gesehen hast, dass die Leute dir sagen müssen, die Haut ist kein die Haut ist ein Organ. Naja. Es gab mal ein Streitgespräch zwischen mir, Ariella und ungefähr 4 anderen Leuten auf meinem ersten TS damals. Da ging es damals irgendwie um die Deutsche Bahn. Ich weiß nicht mehr, um was es genau ging. Ich weiß nur irgendwie, dass die Deutsche Bahn scheiße ist und teuer ist, unzuverlässig ist und was weiß ich alles. Die Deutsche Bahn hat viele Fehler. Ne? Die sind zu teuer, ja, das stimmt. Unzuverlässig sind sie gar nicht so sehr. Wenn man sich diesen ganzen Takt ansieht, in der die Deutsche Bahn fährt, ist das schon okay. Ne? Wenn man teilweise einen Zug hat, der alle Stunde irgendwo hinfährt, ist das schon in Ordnung, sage ich jetzt mal. Trotzdem sind sie natürlich zu teuer. Wenn ich jetzt von Berlin nach München fahren möchte, kann ich das entweder für 17,90 Euro tun, dafür muss ich aber 2 Monate im Voraus buchen teilweise. Wenn ich das spontan machen möchte, ne, am Arsch, dann zahle ich ganz gerne mal 120 Euro, nur für eine Fahrt. Und dann ging es irgendwie darum, dass sie mich dann, also die Ariella, sich tierisch drüber aufgeregt hat, dass ich das so sehe und alles. Und dann bin ich ein bisschen ausfallend geworden. Hinterher habe ich mich auch Hinterher habe ich mich auch entschuldigt dann für mein Ausfallen. Nein. Ja, es ging damals hauptsächlich ums Ausfallenwerden. Nein, wenn ich mich richtig erinnere, ging es darum, dass du eine Bekannte hattest, die ohne Ticket fahren wollte. Ein kurzes Stück.
Diese Bekannte hat dann jemanden gefragt, brauche ich für dieses kurze Stück ein Ticket? Oder brauche ich, gilt das Ticket hier, da und da? Und da meinte diese fragende Person, nee, brauchen Sie nicht. Und dann hätte sich herausgestellt, das war der Schaffner und hat dann 60 Euro aufgebrummt. Und diese Lügengeschichte, die du erzählt hast, die hat irgendwie nicht so ganz gepasst. Und darüber, oder da wurde dir dann Konter gegeben, ne, dass das ja irgendwie nicht sein kann, dass jemand sich als Ticketkontrolleur quasi verkleidet oder versteckt unter den Fahrgästen und dann die Leute ins offene Messer laufen lässt. Nee, das, also das haben die halt nicht geglaubt. Und weil sie dir nicht geglaubt haben, Rainer, wurdest du dann wütend. Und da habe ich mich sogar tatsächlich dafür entschuldigt. Nein. Das Video ist allerdings nur damit gekommen, dass ich mich darüber aufgeregt habe. Und tatsächlich, als ich die Sachen, wo ich mich entschuldigt habe oder wo ich andere Sachen gemacht habe, gesagt habe, das ist natürlich rausgeschnitten worden. Ja, das ja. ist nämlich eine der Sachen. Wenn, egal ob jetzt hier jemand das mit oder ohne Bild aufnimmt, hauptsächlich geht es hier ums Sprechen. Und wenn ich spreche, leuchtet mein Lämpchen. Und das lässt sich lässig schneiden, ohne irgendwie einen Bildfehler zu sehen, bei so einem Ding hier wie jetzt IMTS, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, ne? Und dann wird halt meine Stimme so geschnitten oder es wird sowas abgehackt geschnitten, dass man jetzt sieht, ob ich gerade spreche oder nicht spreche. Und dann heißt es halt hinterher letzten Endes einfach nur, er hat gesagt und hat sich tierisch drüber aufgeregt und Argumente, die dann hinterher reingeschnitten werden irgendwie, ja, das ist dann einfach lächerlich, weißt du? Das ist Rainer. Der größte Teil wird ungeschnitten hochgeladen, wirklich. Die Leute können sich alles anhören von dir. Und man sieht es ja auch in den Streams. Wenn da ein Schnitt wäre in den Streams, würde man das ja auch sehen. Ich weiß auch nicht. Gut, Teamspeak und Discord ist natürlich eine andere Sache. Das ist natürlich einfacher zu fälschen, aber trotzdem. Warum soll, brauchen sie gar nicht? Braucht man einfach nicht. Immer der gleiche Kindergarten. Und wenn man dann noch versucht, vernünftig mit den Leuten zu argumentieren, dann wird man kriegt man hinterher nur solche Aussagen, wo sie einen nur weiterhin nerven wollen. Aber, das ist so, ja, aber es fehlt irgendwie mal nur eins. Du hast einfach mal recht gehabt. Das hört man einfach nie von dir. Aber ich frage mich halt, warum gibst du dir das jeden Abend oder jeden zweiten, jeden dritten Abend, wenn du dich mit den Leuten hier rumschlagen musst, wenn dich das ja eigentlich aufregt oder es nervt dich ja oder... Glaubst du wirklich? Fake Lache. Reinhard ist einsam. Das ist alles. Reinhard ist einfach einsam. Deswegen ist er auch in diesem Teamspeak-Discord und lässt sich da aufs Korn nehmen und beschimpfen teilweise und sich triggern lassen. Der Junge ist einfach einsam. Von Anfang an gewesen. Und der eine Kollege hat recht, es gibt kein, oder im Fetisch spontan zumindest keins ein Video, in dem Rainer sich mal wirklich entschuldigt, ne, und meinte, ja, ihr habt recht oder du hast recht. Gibt es nicht. Gibt es nicht wirklich. Selbst nach der Wien-Aussage hat er zwar versucht, sich zu entschuldigen irgendwie, aber dann kam natürlich wieder ein Aber. Ich war ja übermüdet, ne? Die Leute haben mich provoziert und was weiß ich nicht alles. Nein, Rainer, nein. Glaubst du wirklich, dass ich mir das geben würde? Ich habe es schon 100 Mal gesagt. Stopp. Es ging darum, dass es mich nervt. Ich habe gerade schon gesagt und ich habe es schon 100 Mal gesagt und ich werde es auch gerne noch 100 weitere Mal sagen, auch wenn ich es hasse, mich zu wiederholen. Ach, Rainer, du merkst gar nicht, wie arrogant du rüberkommst, ne? Was mich nervt, mache ich nicht. Wenn mich irgendwas stört, lasse ich es. So ein Bullshit. Als wenn, Rainer. Denk drüber nach. Stört dich das nicht gerade hier? Anscheinend nicht, ich oder? Nicht besonders. Also entspannt ist das. Ehrlich, entspannt ist was anderes, aber... Ehrlich gesagt, ich amüsiere mich einfach drüber, weil letzten Endes ist es halt wirklich lächerlich, dass ich mir jedes Mal so eine Scheiße anhören darf. Und das Witzige, was ich finde, ist halt, Hater bezeichnen mich immer als den größten Assi und was weiß ich alles. Und ja, ja und ja. Und arrogant, vergiss das nicht, Rainer. Arrogant. Du bist ein arrogantes Stück.
Und das merkt man hier wieder mal. Benehmen sich einfach schlimmer. Gut, der Typ hat sich jetzt verhältnismäßig noch anständig verhalten, hat hier wenigstens bis auf die erste Beleidigung keine weitere rausgehauen. Aber die meisten, die Mehrheit von denen, die kommt halt her, sagt, du Hurensohn, du blöder Wichser. Ja, weil du so fett bist, du fetter Buddha-Golem. Es gab eine Zeit, in der haben die Leute versucht, dir Ratschläge zu geben. Gute Ratschläge. Mach das und das besser. Und du hast dann einfach diese Leute ignoriert und auch gerne gesagt, ich mache das schon so und so lange, ich mache das schon so und so, du brauchst mir nicht erzählen, was ich hier zu machen habe und was nicht. Na? Und dann sind die Leute auch irgendwann es leid gewesen, dir Ratschläge zu geben. Also es gibt immer wieder Leute, die dir versuchen, Ratschläge zu geben, aber die merken ganz schnell, da prallen sie an der Wand. Und dann ja, fangen die Leute auch irgendwann einfach nur an, dich stumpf zu beleidigen. Ja? Weil du bist auch beratungsresistent, du alter Bewährungsversager. Das sind die Geschichten und das sind dann die Argumente, weißt? Dann sage ich, erklär dich doch mal, warum siehst du das so? Ja, weil du ein fetter Buddha-Golem bist. Nein, Rainer, er hat es dir doch auch erklärt. Es sind doch auch deine Aussagen, die du tätigst, weswegen du nicht gemocht wirst. Deine Aussagen in Videos, in Streams, in Discord, ne? Hat er doch gesagt. Und ja, warum bin ich das? Ja, weil du hässlich bist. Solche Geschichten kriege ich dann oft zu hören. Weißt du? Nein, es ist doch gar nicht so stumpf. Du hattest doch gerade eben jemanden da, ne? Der mit dir, der dir auch gesagt hat, warum er dich nicht mag. Aber das hast du jetzt schon wieder völlig verdrängt. Und ich erinnere nur an den Ostfriesen-Hater, der wirklich mit dir reden wollte. Ne? Der einer der gemäßigteren Hater ist, der auch wirklich das offene Gespräch mit dir gesucht hat. Ne? Der war ja auf deinem Discord, der hat mit dir geredet, undercover. Und als er sich dann zu erkennen gegeben hat und hier, Rainer, komm, lass doch mal reden, gebannt. Sofort. Oder folgendes. Ja, erklär dich doch mal. Sag etwas. Ich jetzt? Ja, komm, antworte. Was? Hä? Habe ich was verpasst? Warum soll er sich denn jetzt erklären? Auf welche Frage? Passiert dann. Nee, das passiert dann. Die sagen nichts. Die sind still. Was? Ja, ehrlich gesagt, gerade nicht so aufgepasst. Das sind, weil die Argumente fehlen. Oder halt, weil der Grund fehlt. Nein. Wiederhole mich. Er hat es dir doch erklärt, Rainerle. Aber wie immer hast du nicht zugehört. Genau. Also ich sah das jetzt nicht als Anfrage von irgendwelchem Hate oder so, aber ich verstehe deine Argumentation. Wie gesagt, der war jetzt noch verhältnismäßig harmlos. Es gibt halt aber auch andere, bei denen das anders ist. Und gibt es denn irgendwelche Zeiten, wo du denn immer auf dem TS bist, oder ist immer so spontan? Ich bin eigentlich immer auf dem TS. Aber Rainer, du arbeitest doch immer. Man sagt so eigentlich jetzt mal deinem. Man sieht mich nur nicht. Ach, bitte. Ja, Rainer. Du bist wie der Wind. Man spürt dich nur. Aber sehen tut man dich nie. Ach so, das war ja das andere Argument. Genau. Folgende Frage. Woher weißt du, dass ich das nicht längst getan habe? Gute Frage, aber ich sehe so auf den Bildern oder das, was ich so mitbekomme, dass du, also naja, ich kann ja den Gewichtsunterschied jetzt nicht vom Auge ablesen, aber machst du das schon? Du kannst den Gewichtsunterschied auch nicht anhand meiner Bilder feststellen. Rainer, ist das dein verdammter Ernst? Also man kann ja wirklich die Bilder aneinanderlegen und man sieht, wie du innerhalb der Jahre einfach nur in die Breite gehst. Du nimmst einfach nur ständig zu. Und das ist deiner Kochkunst geschuldet, hätte ich mal gesagt. Und der Nullbewegung. Das Witzige ist, dass ich so oft gesagt habe, obwohl ich überhaupt nicht abgenommen habe oder sogar mal 5 Kilo zugenommen habe, bekomme ich so oft gesagt,
Du bist ja gar nicht so dick, wie ich jetzt dich aus deinen Videos kenne. Oh, Rainer. Rainer, bitte. Das kannst du doch nicht ernst nehmen, Rainer, ne? Weißt du, woran das liegt? Na. Abgenommen? Nein. Böse? Liegt einfach schlicht daran, dass das mit meinem Bild einfach so ist. Mit meiner Kamera. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich muss auch echt gleich eine Pause einlegen. Wir haben gleich die Stunde voll. Von dem Demon-Video. Die Kamera macht ihn dicker, als er wirklich ist. Das kann man sich doch nicht mehr ausdenken. Also Kamera ist eigentlich für 3D-Aufnahmen gedacht. Die hat er. Ach so. Ja. Und deswegen hat die natürlich so einen Weitwinkel drin, ne? Die staucht das alles. Ja. Ganz andere Bildqualität und Bildformat. Hm. Ja, ja. Und wenn Klar. Ich das dann rendere, sieht es ein bisschen anders aus, als es real ist. Ich bin dick, definitiv. Und ich könnte definitiv abnehmen, was ich mittlerweile tue zurzeit tatsächlich. Ich bin eigentlich fast jeden Tag draußen zurzeit und bin fast jeden Tag irgendwas anderem machen. Ich habe jetzt einen Garten was gemacht letzte Woche. Ich habe meine Felgen jetzt gemacht das Wochenende. Ist es das, wo er die Felgen rot angeschrieben hat? Oh Gott, das war auch super. Ach, schön, diese Erinnerung, ne? Wo er die Felgen rot angemalt hat. Ein Träumchen. Und Rainer, ja. Klar. Und diese ganzen Besuchsvideos, die es ja auch schon gibt oder gab, da hat die Kamera natürlich auch ein falsches Bild vermittelt von dir. Und das sind nur zwei Beispiele von den Sachen, die ich in den letzten Monaten gemacht habe. Hm. Ja. Aha. Nein. Hier, Mümmienbaracke, kennst du bestimmt, ne? Warte mal kurz, du bist so leise, ich muss mal kurz mal Musik leiser machen, sonst verstehe ich dich nicht. Ja? Mimon Baraka. Sagt mir nichts. Datsan 67. Leckt der nur bei mir oder leckt der bei euch? Nein, nein, nein. Generell. Ja? Ja. Ja. Ja, okay, könnt ihr weiterreden, ich sag das gleich. Ich habe nochmal eine Frage. Das hat jetzt eigentlich nichts mit dem Thema zu tun. Ich weiß auch nicht, ob du das schon beantwortet hast, aber warum hast du dein Arbeitszimmer jetzt eigentlich nach unten gelegt gehabt? Werde ich gleich beantworten. Ich wollte jetzt nur noch mal wissen, was jetzt die Argumentation mit, wie hat die Person jetzt geheißen? Frankenstein? Kann das sein? Genau. Oder Frankenstein. Wie gesagt, das ist so klein geschrieben, ich sehe es nicht genau. Naja, es geht hier jetzt nicht um eine Pro-Kontra-Argumentation. Ich meine, meinetwegen hast du die dann auch gewonnen. Es geht einfach nur darum, ob du jetzt deinem Speck sozusagen den Kampf angesagt hast. Das wollte ich nur wissen. Hätte ich mir ein Fahrrad gekauft, wenn es anders wäre? Ach, Rainer, dieses Fahrrad, was du so oft benutzt hast, ne? Also, gibt ein schönes Bild von dir auf diesem Fahrrad. Ein wunderschönes Bild. Naja, und wo es dann abgeblieben ist? Ich weiß nicht, in der Scheune vielleicht? Ja, ich habe eine Frage mit einer Frage beantwortet. Entschuldigung, ist unhöflich. Ja, aber kein Problem, Rainer. Du darfst das. Andere dürfen es nicht. Du? Alles gut. Ja, gewisserweise schon. Wobei, ich mache sowas wie, ich sag dem Speck den Kampf an, nicht, weil es Schwachsinn ist, meiner Meinung nach. Weil wenn du sowas machst, dann bist du so versteift drauf. Und bei mir ist es so eine Sache, wenn ich auf irgendwas versteift bin, dann haut es bei mir grundsätzlich nicht hin. Ja, und wie wir jetzt 5 Jahre später sehen, hat das auf jeden Fall gefruchtet, ne? Dass er sich nicht darauf versteift hat. Deswegen ist er jetzt Sport-YouTuber geworden, gärtenschlank und fährt mit Fahrrad durch Deutschland. Endlich. Ich esse momentan gesünder. Ich koche zum Beispiel seit bestimmt 3 Wochen oder, ja, reicht gar nicht. Seit über einem Monat koche ich mittlerweile selber. Selten, dass ich mal Fertiggerichte esse, wenn überhaupt. Und selbst dann esse ich. Ich habe deine Kochvideos gesehen, Rainer. Utopisch.
sich eigentlich eher gesündere Sachen. Nein. Absolutes Nein. Jo, die Leute aus Raum 3 wollen eigentlich auch mal mit dir reden. Die müssen morgen alle anscheinend in die Schule. Ja, aber können wir das noch mit dem Arbeitszimmer kurz klären? Dass, Dann müssen sie halt aufgehen, wenn sie in die Schule müssen. Mhm. Rainer bleibt noch ein bisschen hier, oder? Ich gehe jetzt nicht runter. Wenn ich runtergegangen gehen wollte, wäre ich schon längst runtergegangen. Ja. Wir haben 59 Minuten geschafft. Ich muss hier jetzt erstmal eine Pause einlegen. Mein Video knackt gleich die 2 Stunden. Ich würde mal sagen, so viel erstmal zu Part 1 von dem TeamSpeak und Discord Classics 2017. Mal sehen, wann ich hier weitermache. Hätte ich nicht gedacht, dass es dann doch relativ spannend wird. Da kamen viele gute alte Klassiker rein. Der gute Hater-Kollege da, der hat Rainer dann bis gut getriggert. Ne? Wie es halt so ist. Ja, liebe Leute, wir sehen uns dann hoffentlich in Part 2. Erstmal, Battle of, ihr Lieben.